Oh ne! Oh ne! Hallo und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen, wunderheißen Freitagnachmittag. Genau, meine Gäste lachen nur noch so, weil sie eigentlich nicht mehr können. Ich auch nicht mehr. Die Einzige, die hier strahlt über das ganze Gesicht, ist die liebe kleine Elisa, die heute da ist. Ich freue mich total, dass du da bist, meine Süße. Die ist hier quietschfidel und dort hättest du mal einen Rock angezogen, Britta. Ja, das war ein guter Tipp. Heute ist aber unsere Hosensendung und du hast dich vertan. Du hast nicht Hose, sondern Hase mitgebracht, ne? Ist das richtig, liebe Elisa? Nee. Wie nee? Doch, du hast einen Hasen mitgebracht. Zum Nähen, meine ich. Jo. Jo, genau. Also doch, das stimmt wohl. Doch, ich habe mich nicht vertan. Also die Elisa ist da und hat sich vertan und näht nicht Hose, sondern Hase. Macht aber gar nichts. Das ist der Stoff und das soll es hinterher werden. Da fehlen noch die Öhrchen und da denken wir uns unseren Teil noch bei. Wieso hast du den Schnitt genommen, Elisa? Also ich fand ihn sehr süß. Mhm. Und ich fand ihn halt nicht so schwer. Du kommst damit vollkommen klar. Wie alt bist du? 8. 8. Du applizierst, du nähst und verstürzt und das ist überhaupt kein Problem für dich? Mm-mm. Nö. Also, wir haben hier einen Vollprofi am Werk hier, ne? 2 Etagen kleiner als ich. Und freue mich schon total. Die traut sich an ein wirklich total zuckersüßes Projekt von Stefanie Perlenfee. Hast du es zusammen mit Mama ausgesucht? Oder alleine im Internet gesurft? Mama war gerade am Arbeiten und hat es gefunden. Und dann war gerade am Arbeiten und hat es gefunden. Das klingt ja, das ist ja super. Genau. Also hier haben wir nämlich gleich die Mama im Hintergrund. So, jetzt komme ich mal zu meinen weiteren Gästen. Komm mal ein Stück nach vorne. Ja. Die Wiebke. Die Wiebke hat es verstanden. Die hat die Hose heute mitgebracht. Ich habe richtig gelesen, ja. Du hast richtig gelesen. Das war ja euer Vorschlag. Freue mich total. Du nähst von Brüller, das ist hier ein Schnitt, den man so im Internet beziehen kann, ne? Ja. Nähst du den Schnitt Hazel? Ja. Den halten wir mal so grob mal hier in die Kamera. Guck mal einmal. Also du schon mal so ein bisschen vor der Hinterhose, Hinterhose, Vorderhose. Wir sind noch nicht ganz so weit gekommen. Wir wollten eigentlich vorarbeiten und wollten den Schnitt anpassen. Müssen wir jetzt also in der Sendung ein bisschen machen. Das heißt, wir werden heute auf keinen Fall fertig. Das steht fest. Okay, das ist schon mal schön. Welchen Stoff hast du mitgebracht? Den Feinkord von Hilko. Genau, du hast den Feinkord ausgesucht. Ich habe den auch schon strapazemäßig gewaschen. Super. Auf 40 Grad und, was ich auch immer noch tue, ich habe ihn knallhart in den Trockner geworfen. Kann jetzt nichts mehr passieren. Da kann nichts mehr passieren. Liebe Firma Hilko, keinen Schreck kriegen, das steht ja schön drauf, nicht in Trockner. Ich schmeiß alles in Trockner. Und er ist schöner rausgekommen, als er reingegangen ist. Also so gesehen ist damit überhaupt nichts passiert. Und da wird jetzt auch nichts mehr mit passieren. Ja. Ist ein reiner Baumwollkord und schöne Farbe. Wir müssen beim Zuschnitt ein bisschen was beachten. Ich schmeiß schon alles weg hier. Und dem widmen wir uns dann gleich, wenn wir einmal kurz über die Hose geschaut haben. Ne? Bin mal gespannt. Ich auch. Schön, dass ihr da seid. Und last but not least, der Sven ist da. Hi Sven. Hallo. Was hast du uns mitgebracht? Ja, ich wollte auch eine Hose nähen. Ich brauche eine neue Kletterhose. Meine ist so langsam durch. Ja, die holen wir mal eben. Soll ich hol mal holen? Eben, ja, oder du holst ich hole die, komm, du. Was kommt? Nur, also heute ist eigentlich kein das ist kein Wetter, um irgendwie zu gehen. Also Kletterhose, so sieht sowas aus. Genau, aus einem Spezialstoff hast du da. Genau, ist eigentlich ist ein dehnbarer Baumwollstoff, glaube ich, hier. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Und die hat es hinter sich. Ja, hinter sich noch nicht ganz, aber wenn man jetzt das Jahr über draußen klettert, kann ja auch was Neues sein, ne? Muss ja auch am Berg gut aussehen. Ja, du auf jeden Fall. Also man muss auch, ne, der Mann muss auch am Berg gut aussehen. Das richtig, ist ja ganz wichtig. Okay, und du hast schon mal heimlich Probe genäht zu Hause. Genau, ich habe mir einen Schnitt ausgesucht. Ich glaube, meine Sphäre heißt der. Meine Sphäre von meiner Herzenswelt. Genau, da kommen wir gleich auch noch zu. Genau, da habe ich einfach mal Probe genäht, habe immer eine Jogginghose draus gemacht, um mal zu gucken, wie es so ist. Das heißt, ich habe mir für die Knie andere Farben ausgesucht. Dann gibt es da so eine, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, aber hier dieses... Diesen Reitereinsatz vielleicht. Ein Reitereinsatz am Berg. Ja, guck an. Ich hatte die andere Hose tatsächlich auch, habe ich aber erst danach gesehen. Ja. So, und auch hinten eben so eine Passe in einer anderen Farbe. Hier hatte ich jetzt ein einfaches Bündchen, bei der muss ich mal schauen. Okay. Wie es dann nachher wird. Und als Stoff habe ich mal was Outdoor-mäßiges ausgesucht. Ja.
habe ich auch noch nie benutzt tatsächlich. Können wir noch mal ein bisschen in die Kamera halten? Genau. Da haben wir uns noch vorher ein bisschen drüber unterhalten. Und zwar ist das ein Spezialstoff, das ist Cordura. Das ist ja ein ganz widerstandsfähiges Material und du hast dich auch für eine dehnbare Variante entschieden. Ne? Das gibt es ja in zig Stärken und Dicken und wir haben im Vorfeld noch drüber geredet, was nehmen wir jetzt wirklich für eine Qualität, genau. Und das ist mal gar nicht so einfach. Ich kenne mich mit dem Material auch nicht aus, aber das fühlt sich jetzt eigentlich ganz gut an, oder was meinst du? Ist ein bisschen wie Zeltstoff. Zeltstoff? Ja, ist aber atmungsaktiv, genau. Und auch wasserabweisend. Also es ist halt ein Funktionsstoff. Kann man jetzt mit so einer Baumwolle hier oder mit so einem Jersey überhaupt nicht vergleichen. Genau, gar nicht. Das ist ein Spezial-Hightech-Gewebe. Ja. Cordura gibt es eben in verschiedenen Variationen. Ich habe mich mit einem Arbeitskollegen unterhalten und der sagte, Waffenholster beispielsweise sind auch aus Cordura gemacht. Ja. Es gibt ganz verschiedene Stärken. Auch die Bodeneinsätze an, sag mal schnell, Taschen und so sind gerne daraus. Wir haben Motorradjacken, uns noch alles Mögliche. Aber das ist jetzt eine dünne Variante. Und vor allem eine dehnbare. Genau, damit du beim Klettern da nicht hängen bleibst. So, jetzt sag mir doch mal. Und vor allem sich das eben dehnt, wenn man sich dann streckt und reckt. Genau, aber du nimmst diese raue Seite nach oben. Nee, du nimmst die glatte? Das ist die, ja. Die raue Seite kommt nach innen, die muss ja auf der Haut sein. Das ist so? Hast du dich da erkundigt? Also ich würde sagen, das ist außen. Wenn ich habe mir im Vorfeld nochmal so Outdoor-Hosen angesehen. Ja. Und diese raue Seite ist außen. Okay. Ja, wenn du das sagst. Also wie gesagt, ich kenne das nicht. Falls im Chat irgendwo jemand schon mal mit Cordura gearbeitet hat, wir haben hier eine so eine waffelähnliche Struktur und die eine ist glatt und also ich weiß jetzt gar nicht, man spürt, aber die ist irgendwie so ein bisschen weicher, die hätte ich ehrlich gesagt lieber auf der Haut. Als die. Wird wahrscheinlich auch so sein. Wie gesagt, siehst du, man kann nicht alles kennen. Nimmt ja dann Feuchtigkeit auf und transportiert es nach außen. Super, wie machen wir das? Und man kennt das auch wirklich von den Jacken her, dass das glatte Außen ist. Ja. Okay, gut. Wir haben heute was ganz Tolles im Angebot, nämlich wir verlosen ganz viel. Ich weiß nicht, welche Kamera habe ich denn jetzt mal hier von den beiden? Den Sento, schön. Also, wir sind heute ganz großzügig bestückt worden. Wir machen nämlich 4 Gewinnspiele in der Sendung. 2 mit dem Telefon. Man achte auf das schöne rote Telefon, was da hinten steht. Das leuchtet gleich irgendwann. Nein, es bimmelt, es leuchtet nicht. Und dann werde ich Fragen stellen und dann sind die Ersten, die in der Leitung sind, die können dann gleich was Tolles gewinnen. Und zwar verlosen wir einmal den Schnitt von der Hose von Hazel. Von Prüller, ne? Also ein Damenhosenschnitt. Hazel oder Prüller? Bitte? Hazel oder Prüller? Prüller heißt die Dame, die das gemacht hat. Hier, die Kleine fragt sofort nach und der Schnitt heißt Hazel. So ist es richtig. Guck mal, ja, man muss alles seine Richtigkeit haben. Den verlosen wir auf jeden Fall per Telefon. Und dann, meine Herzenswelt war so nett und hat uns 3 Herrenoutfits gesponsert. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Einmal deine Hose, meine Sverre und einmal dazu noch so ein Oberteil, mein Nanook, glaube ich. Ne? Die haben da so lustige Namen. Und das verlosen wir 3-mal heute. Einmal per Telefon und 2-mal im Chat. Also bleibt dabei, hier ist heute einiges los. Ich hoffe, ich habe jetzt soweit alles richtig gesagt und jeder kann sich ein Bild davon machen. Ich habe noch vergessen, beim Schnitt Prüller gibt es noch ein Oberteil dazu, damit man auch komplett ist. Ja, im Gegensatz zu mir. Ja, nee, komm, wir müssen erst mal anfangen, wir beide. Dann ist man total der Brüller sozusagen. Ja. Okay, das hast du jetzt gesagt. Also wir starten jetzt mal kurz den Timer. Das heißt, alle können so langsam an ihre Geräte gehen und schon mal mit irgendetwas loslegen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir am schlauesten vorgehen, wir beide, wir alle. Erstmal mit dem Kind anfangen. Ich habe erstmal die Knie abzunähen und die Beine zusammenzusetzen, das kann ich. Das kannst du und dann können wir gleich nochmal was erklären. Das heißt, du kannst jetzt ein bisschen was machen schon mal und wir gehen dann schon mal beide, glaube ich, gemeinsam Richtung Tochter und nehmen in dem Moment schon mal den ganzen Schnitt und den Stoff mit. So machen wir es. So machen wir es. Super. Gut. Also wir sammeln alles ein. Du hast das und das und das. Und irgendwo ist meine Schere abgeblieben. Hat irgendjemand, es geht heute schon wieder los mit meiner Schere. Ich werde wahnsinnig. Das habe ich irgendwo wieder hingetan und finde sie nicht. Wie immer. Ich lege das mal eben ab und wir gehen. Hier ist sie gelandet. Hier ist das Kind. Dann legen wir das mal hier einmal ist das hier Kind. Hin. Jo. Und wir müssen gleich ein bisschen messen. Dazu braucht man ein Teilchenmaß. Und dann gehen wir jetzt mal eben einmal zu Elisa, damit die nämlich loslegen kann, die Kleine. Wo wart ihr denn stehen geblieben? Also, du müsstest einmal zu mir hier hinten rumkommen, wenn du so lieb bist. Mach ich. Elisa, magst du dich einmal hinsetzen? So. Dann lass uns mal anfangen. Womit fängst du an? Also ich lege schon mal das hier auf.
Und wer ist mit dem? Also wir haben diesen Hasen. Der kriegt jetzt, der sieht schon selber aus wie so ein kleines Ei, ne? Und wo sind deine Ohren abgeblieben? Die haben wir noch nicht ausgeschnitten. Genau, die müssen wir noch ausschneiden. Nur damit die unsere Zuschauer auch wissen, was du hier machst. Also hier kommen dann jetzt noch solche Ohren dran, 1, 2. Und hier kommen noch so kleine Ärmchen dran an die Stelle. Ist das richtig? Und hier unten sind dann halt die Pfoten, die ich schon ausgeschnitten habe. Ja, genau. Die Pfoten kommen dann noch drauf und die Nase. Das heißt, du applizierst jetzt erst einmal die Nase auf. Ist das richtig? Ja. Mit einem engen Zickzackstich. Mit einem engen Zickzackstich. So, ich kann der jungen Dame hier überhaupt nichts mehr vormachen. Nö, kann ich einfach nicht. Du stellst schon mal gleich auf, Hase, damit es schneller geht. Nee. Okay, das heißt, wo positionierst du jetzt am besten deine Nase? Und du hattest noch so einen Flisofix mitgebracht. Ich habe noch einen Flisofix mitgebracht, kann ich schnell holen, dann können wir es aufbügeln. Würde ich fast sagen. Oder sollen wir da jetzt noch ein Stickflies drunter machen? Können wir auch machen, dass es auf jeden Fall ein bisschen besser hält. Ganz unter den Flies drunter. Können wir machen oder wir legen eine Einlage drauf. Nochmal. Das Flisofix stabilisiert es ja auch so ein bisschen. Genau, du musst dann bügeln. Du hast was mit. Ich habe was dabei, ja. Okay, dann machen wir das eben. Dann müssen wir uns einmal kurz zum Bügelbrett nochmal begeben und was aufbügeln. Dann aber willst du gar nicht. Doch, aber ich lege dann halt hier das Schnitzmuster drauf. Ja. Und da ich die Nase halt an einer guten Stelle fand, ja, dass sie war, tue ich halt. Kommt das dann dahin? Aber die Mama hat Flisofix mitgebracht. Und Flisofix ist was ganz Tolles. Damit können wir das ein bisschen befestigen. Das ist für Kinder, wenn man mit Kindern näht, einfacher. Deswegen komm mal einmal noch mal mit mir zum Bügelbrett. Alles mitnehmen. Alles einfach mal hinterher. Alles das auch? Die können wir auch schon aufbügeln. So. Ja, machen wir mal eben. Das ist einfacher. Ich denke, du bist so ein Profi. Du musst gleich noch was dazu sagen zu deinen ganzen Sachen, die du alle schon gemacht hast, meine Liebe. Profi? Profi, ja klar. Meine Mama ist eher Profi. Ach, du bist auch Profi. Komm, wir machen jetzt aus dir heute mal einen Profi. Komm, damit fangen wir dann doch jetzt erstmal an. So, also. Ich habe dann gleich auch mal die Nase mitgenommen. Genau. Wir haben jetzt hier diesen süßen kleinen Schnitt. Dazu hast du einfach einen Rest genommen von dem Flaustoff, den du noch hattest, ne? Rest? Den haben wir vor kurzem gekauft. Ja, aber jetzt ist es ein Rest, oder nicht? Egal. Oder von dem gekauften Nichtrest. Oh, ich sehe schon, ich muss hier ganz vorsichtig sein mit der jungen Dame. Wir haben da gerade eine Einlage hintergebügelt, damit das ein bisschen stabiler ist und sich die Kanten nicht so einrollen. Ne? Mhm. Das haben wir gemacht. So, und jetzt? Ich glaube, wir müssen andersrum. Ich glaube, ich bin... So passt es, glaube ich, ein bisschen eher, oder nicht? Oder irre ich mich eher. Da? So, und jetzt... Wiebke, jetzt hast du was mitgebracht. Ich habe das ist das Flisofix, das ist diese doppelseitige Klebefolie im Grunde genommen. Ideal wäre es jetzt natürlich gewesen, die erst aufzubügeln und dann auszuschneiden. Ach, wir kriegen das aber hin. Ja. Soll ich dir helfen? Ja, mach mal. Also nicht, bei diesem Flisofix ist das versauen. So, dass wir... Naja, wer es versaut, muss es wieder sauber machen. Ich kann das nicht. Wie, du kannst das nicht? Da musst du es lernen. Mama ist Profi normalerweise. Auf jeden Fall schneidet man das so ein kleines bisschen kleiner zu, als die Fläche, die man hat, damit man auch, wie gesagt, das Bügeleisen nicht versaut. Jetzt mache ich hier noch die kleinen Ecken weg. Das ist eine Spezialeinlage. Damit eine Spezialeinlage? Ja, eine Spezialeinlage. Ganz wichtig. Damit man... Richtig, ja. Und dann die Füßchen schon zu. So, dann können wir das nämlich jetzt hier positionieren, aber richtig rum, die rechte Seite nach oben. Diesmal vergiss nicht, was du machen sollst. In dieser, da machen wir die glatte Seite. Du machst es, ne? Mhm. Ist die Position so richtig? Jo. Das heißt, wir lassen jetzt den Finger drauf, nehmen das weg. Und dann müssen wir das doch nochmal so ein kleines bisschen verschieben. Ich habe noch nie gebügelt. Du hast noch nie gebügelt? Also schon, aber noch nie schon. Bügeleisen musst du ein bisschen aufpassen. Das ist heiß hier unten drunter. Und dann legen wir das mal kurz da an und gucken, was passiert. So, einfach mal draufhalten. 21, 22, 23, 24. 24. Und es will nicht halten. Ja. 21. Da müssen wir ein bisschen länger halten. Wir müssen 22. Nur gucken, dass wir uns hier den Flor und den Stoff nicht zu weit versenken. Mhm. Oder ist, nicht verbrennen. Ja, versenken und verbrennen ist das Gleiche, aber es will nicht halten. Klappt nicht auf dem Plüsch. Dann müssen wir es anders machen. Nee, klappt nicht auf dem Plüsch. Ist egal. Dann nehmen wir eine kleine Nadel. Und fangen an, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen stabiler geworden. Ja, okay. Warum hält das nicht? Ich hätte auch gedacht, dass es so ein bisschen wenigstens hält. Tut es ja auch. Ein bisschen hält es. Wo kommen jetzt deine Füßchen hin?
da und da. Mach mal selber. An der Stelle. Wir müssen ja noch ein bisschen Rand lassen für die Nahtzugabe. Kommen die dicken Läufe nach oben? Natürlich. Natürlich? Okay, dann machen wir das so. Ich hab's jetzt nicht genau im Kopf mehr. So. Und den anderen brauchen wir noch. Ja, schneide. Du musst nur hier, guck mal, du musst hier einen Zentimeter Nahtzugabe lassen. Du darfst das nicht so nah da dran setzen. Oh ja, das ist auch im Video drin. Genau. Willst du das Flauschige nach oben haben? Mhm. Das Flauschige ist aber nicht die rechte Seite, aber du willst es so haben. So, okay. Britta. Mhm. So, ich jetzt. Nächste Diskussionsrunde mit Monika. Ja. Nehmt doch Stylefix oder Wonder Tape. Ja, haben wir jetzt aber nicht. Ich weiß ja, warum nicht. Denn nicht? Habe nicht da. Ich habe alles eingepackt, nur kein Wonder Tape. Aber ich weiß auch nicht, ob das so richtig gut kleben würde auf dem Plüsch. Also, es gibt so viele Hilfsmittel, die sind alle toll und gut. Und wisst ihr, was ich mache? Ich benutze überhaupt nichts davon. Ja, das haben wir gesehen. Wie, was heißt, das haben wir gesehen? Habe ich da jetzt Kritik? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich stecke auch nicht viel. Du bist ab und zu im Fernsehen. Ich bin ab und zu im Internet. Ach ja. Also die Sache ist die, das kann man auch gut mit einer Nadel machen. Nur wenn man natürlich mit Kindern arbeitet. Ist das eine Position, die dir genehm ist? Mhm. Oh, gut. Okay, ich bügel mal für dich. Hast du das hinten abgemacht? Habe ich das abgemacht? Ach so, ja. Wenn du das Papier drauf lässt, kann das ja nicht kleben. Was für ein Papier? Na, das. Ich arbeite damit nicht. Ach, da ist noch eine Zwischenfolie. Ja, dann kannst du ja auch nicht halten. Gut, dass ich Gäste habe, die damit Ich habe mich schon gerade gedacht, warum fühlt sich das so komisch an? Da ist Papier hinter. Ja. Na, guck mal. So, jetzt kannst du auch vielleicht mal kleben. Jetzt machen wir das nochmal. Ach, du hast jetzt, das ist so ein, wie so ein, jetzt verstehe ich das. Alles klar. Ich kenne das nur in ganz dünn. Ja. So von früher. Da hieß das halt Philedon. Bei mir. Philedon? Ja, das gab es damals nur in Fachgeschäften. Abmachen. Ja, das ist. Dann hält es jetzt wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich wird es jetzt ein bisschen halten, wenn ich es. Sehr schön. Also ihr seht, es ist live. Ich benutze Dinge, die ich sonst nie benutze. Und deswegen müssen wir jetzt die Nase auch richtig machen. So, willst du jetzt selbst bügeln? Jo. Pass auf. Nur, du musst aufpassen, ich nehme nur die Spitze hier vorne, weil sonst wird dieser Flor, der da ist, ne, wird ja ganz dunkel und verbrennt. Das habe ich noch nicht festgemacht. Einmal nochmal draufsetzen. 21, 22, 23, 24. Okay. Ja, hier, das ist dazwischen, 21, deswegen. Das habe ich mir dann nicht alles klar. 23, ah, das reicht. Guck mal, sonst verfärbt sich das hinterher. Und jetzt hält das auch. Hier unten musst du noch mal ein kleines bisschen machen. Das ist schwer. Ja, das, soll ich das machen eben? Damit du ans Nähen kommst, meine Süße? 22, sie zählt. 23, ja, in der Zeit, während ihr Elis erzählt, ich mich hier gerade voll blamiert habe. 22, war ein Gewinnspiel, um von dem Ganzen abzulenken. Muss man würfeln? Nee, noch nicht. Wir müssen gleich einen Anrufer erhoffen. Also, und zwar gewinnen wir jetzt als erstes schon den Schnitt meines Sverre und mein Nanook, heißt es, glaube ich, ne? Und zwar geht es jetzt darum, dass ihr an euer Telefon rast. Dein Hase wird nicht verlost. Dein Hase wird nicht verlost, den willst du doch wohl behalten, oder? Ah, ja. Also, ihr macht das folgendermaßen. Chat-Gewinnspiel, nicht Telefon. Chat-Gewinnspiel? Nein, dann wird Also, ich hatte gerade eine andere Reihenfolge. Okay, die Regie... Nein. Hatte ich nicht. Also wir machen ein Chat-Gewinnspiel, das heißt, es wird gewürfelt, du darfst würfeln. Wo ist der Würfel? Unten drunter. So, und jetzt muss ich mir eine Frage ausdenken. Okay. Okay. Die Frage, du würfelst dich schon mal warm, das ist gut. Mir ist so warm, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Drei. Nee, die drei hat er nicht gewollt. Wir müssen erst mal gucken, ob es überhaupt richtige Antworten gibt. Also, die Frage, die ihr in dem Chat richtig beantworten könnt, ist, mit welchen Yuki-Maschinen nähen wir hier? 1, 2, 3. Die ersten 6 werden ausgelost. Welche Nummern? Wie die heißen? 6. Du darfst nicht mitmachen. Nee, ich finde die Frage schwer. Die Frage 6. ist schwer? Ja. Wer unseren Vorspann guckt und den Abspann Bitte. Guckt. Ich merke mir doch nicht die Nummern. Warum nicht? Hab und? 6. Du hast die 6. Nee, die müssen erst mal antworten. Warten. Wir warten erst, guck mal, bis wir genug Antworten haben. Du kannst da mal im Chat gucken, da vorne, mit welchen Yuki-Maschinen wir nähen. Vielleicht kann ja auch eine Kamera gleich mal so da drüber schwenken, wenn jetzt gleich noch langsam nichts kommt. Ich meine übrigens die Nähmaschinen und nicht die Overlock.
Der Linus hat gesagt, du bist super. Und mir ist viel zu warm. Mir auch. Ja, ne? Jetzt habe ich mein Bügeleisen versaut. Wenn man versaut, so vom Bügeleisen wegkommt, geht's dann. Nee, das geht gar nicht. Doch. Ich arbeite mit so etwas nicht. Und, gibt's schon irgendwelche Sachen? Ah, sieht ja schon gut aus. Wenn wir 6 Stück haben, hat auch haben wir schon gesagt. 6. Das sieht schon gut aus. Karin hat gesagt 2-2-0. Das ist eine Karin. Jan, haben wir jetzt schon 6 richtige? Haben wir. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich mach das jetzt mal ab. Und du würfelst. Ich würfel nicht, die Elisa würfelt. Ich stehe hier nur noch rum und schwitze. Soll ich nochmal würfeln? Ich will mal gerne die Raumtemperatur hier drin haben. Ich denke mal so, es könnten so um die 46 Grad sein. Elisa, guck mal, dreh dich mal einmal rum, dass dich die Kameraleute alle super einfangen können. Und dann musst du jetzt einmal würfeln und dann sagt der Jan gleich, wer gewonnen hat. Die Nummer 5 hat gewonnen. Und wer ist die Nummer 5? Sabrina 09. Sabrina 09, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein Schnittpaket von Meine Herzenswelt gewonnen. Meine Sverre und mein Nanook. So, haben wir es? Jetzt haben wir es. Guck mal, Juraj Rasser, wir haben es geschafft. Es schnell, klebt. Schnell weg damit. wir kommen mit deiner Häsel heute, werden wir nie fertig. Wir fangen noch nicht mal an zu nähen, glaube ich nicht. So. Ich habe auch noch nicht angefangen zu nähen. Du hast auch noch nicht angefangen. Ja, du kannst jetzt anfangen zu nähen. Genau, wir mussten noch vorbereiten. Ja. Soll ich einmal kurz den Schnitt für dich einstellen, den Stich? Jeppe? Ja? Machen wir das doch mal. Eng. Ganz eng. Wir machen, pass auf. Ich weiß ja, dass du pingelig bist. Setz dich mal dahin. Pingelig? Ja, ein bisschen. Das macht aber gar nichts. Ich finde das sehr sympathisch. So, jetzt machen wir mal einen Probestich, ne? Seit wann denn bin ich pingelig? Du bist nicht pingelig. So, wir nehmen das Programm Nummer 3. Guck mal. Du hast ja gesagt, du hast zu Hause keine mit Tasten. Wir nehmen hier das Programm Nummer 3. Das ist Nummer 2. Da richtig gut aufgepasst. Das ist schon mal gut. Hey! Das ist gut. Und guck mal, wenn wir jetzt einfach so nähen, dann probieren wir den Stich einmal aus. So kann man das immer mal sich rantasten. Das heißt, wir nähen jetzt und das macht so einen großen Zickzackstich. Nein, nicht so groß. Eng. Richtig. Und deswegen müssen wir hier runtergehen, okay? Gehen wir mal auf 0,5 oder 0,4. Jetzt gucken wir mal, was er jetzt macht. Ah, eng genug. Breit genug? Zu breit. Das ist nicht zu breit. So, wenn wir breit jetzt, genug. Wenn wir jetzt mal aufhören, dann drückst du mal einmal darauf, üben wir noch mal einmal kurz. Jetzt vernäht die automatisch, wenn du jetzt weiter nähst, so. Muss die verriegeln? Hat sie nicht. Muss sie nicht. Ich habe es auch nicht eingestellt. Uiuiui, hier ist zu warm. So sieht jetzt der Stich aus. Also ich würde ihn auf keinen Fall enger machen. Du musst da ja noch was zwischenfassen. So sieht er eigentlich gut aus. Mhm. Jetzt geht's los, meine Süße. Weißt du, wie es geht? Willst du an dem hier einmal anfangen? Der ist größer, der Fuß. Der Fuß ist größer, genau. Wir fangen mal da oben an der Ecke an. Und dann musst du versuchen, du kommst jetzt hier hin, der Sentu, schubst den ruhig weg. Gegen die kleine Dame hast du keine Chance hier. Auf keinen Fall. So. Ja. Okay, so meine Süße. Jetzt musst du gucken, dass die Nadel rechts hier einsticht, an der Stelle und daneben. Und immer so hin und her, ganz, ganz langsam. Du, da sagt im Chat jemand gerade, ob wir nicht doch Stickvlies unterlegen wollten. Jetzt noch Stickvlies drunterlegen? Wir können auch Stickvlies drunterlegen. Haben wir auch. Glaubst, ist vielleicht keine schlechte Idee. Also ich würd sagen, wir brauchen es nicht, aber wir legen es drunter. Komm her. Das ist Stickvlies, damit das Ganze noch etwas stabilisiert und es ermöglicht hinterher, also ermöglicht das Nähen, dass es einfacher ist. Mhm. Und deswegen machen wir das jetzt nochmal einfach einmal unter dieses Ganze drunter. Mhm. Also wir gehen jetzt auf Supernummer sicher, weil wir was machen. Wir haben es zweimal mit Einlage belegt, einmal festgeklebt und noch Stickvlies unten drunter. So, und wenn das jetzt nichts geht, dann weiß ich auch nicht. Jetzt bist du gefragt, meine Süße. Hä? Jetzt musst du nur noch nähen. Jetzt musst du ran. Ja. Wenn es jetzt nicht klappt, bist du dran schuld. Na. So, jetzt sind wir alle ganz gespannt und gucken mal auf deine Nähkünste. Wenn dir das zu langsam ist, ne, dann darfst du auch gerne schneller nähen.
ticken schneller. So. Wir nähern uns dem Hasen. Doch zu schnell? Mhm. Dann mach so, wie du es meinst. So, jetzt geh ich mal, du nähst noch fleißig und zeigst uns gleich, was du gemacht hast, ne? Dann würde ich jetzt mal einmal kurz gucken, ob wir nicht doch mal an den Schnitt kommen, wir beide, damit du wenigstens zuschneidest heute, weil ich glaube, wir haben alles aufgebaut und wir werden es heute nicht brauchen. Langsam. Okay. Du? Ja. Egal, die Mike. Ja, egal. Komm, was möchte sie oder er oder wer auch immer wissen? Ob ihr Stickfolie oder warum ihr keine verwendet. Keine Stickfolie? Ja. Die hält den Flor unter der Naht, damit er nicht durchkommt. Ach, ja. Alles habe ich nicht daheim. Also ich kann dazu nur eins sagen, wie gesagt, ich mache das immer alles ohne alles. Ich nehme eine ganz normale Einlage, verstärkt das. Ich nähe jetzt auch schon ein kleines bisschen länger. Ich würde da auch kein Stickflies drunter legen. Es hängt so ein bisschen auch von der Maschine ab, wie gut die näht. Und ja, manche Maschinen ziehen alles rein und manche brauchen halt noch ein bisschen mehr Unterstützung. Deswegen, ja. Ich bin immer froh, wenn ich Gäste habe, die mich aufklären, was es alles so am Markt gibt. So schlimm zum das Beispiel, ist, sagt die Monika, es gibt auswaschbare Stickfolie für Flor. Ach du Schreck. Ja. Aber wenn man sowas nicht ständig macht? Genau, wenn man sowas nicht ständig macht und nicht immer dabei ist, dann begnügen wir uns einfach mit ganz normaler Einlage und werden auch trotzdem glücklich. Wir werden mal uns gleich das Ergebnis angucken. Und den Sven erreichen Grüße aus dem Garten. Aus dem Garten? Auch schön. Da ist so, das ist so schön. Welche Konfektionsgröße trägst du sonst normalerweise? Ich frage dich jetzt nach deinen Größen. Du bist ein schlankes Geschöpf. Du kannst da ruhig eine Antwort zu geben. Aus dem Garten schreibt. Kommt drauf an, 40 oder 42. Ja, ich hätte jetzt 40 gesagt. Das ist, glaube ich, auch eine 40, die ich anhab. Dann müssen wir jetzt mal einmal nur gucken, dass wir so ein bisschen deine Maße abnehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass wir das jetzt hier tun. Guck nicht in meine unordentliche Wühlkiste hier. Nix da. Mein Gerumpel. Und zwar war da auch eine Frage im Chat. Wir haben, nicht im Chat, bei uns auf der Facebook-Seite, in unserer Facebook-Gruppe. Da gibt es nämlich eine süße kleine Gruppe, wo ihr auch Fragen stellen könnt. Und eine Frage war da, ganz kurz, Emilisa, eine Frage war da, dass die Größen von einem selber und den Schnitten nie passen, dass die Maßtabellen nicht passen und dass überhaupt ganz wenig so ein bisschen passt und man überhaupt nicht weiß, was man tun soll. Das ist ein ganz, ganz, ganz riesengroßes Thema und eigentlich wollten wir vor der Sendung das besprechen, wir wollten es aufnehmen, hat alles nicht geklappt. Manchmal ist das so, das heißt, wir werden uns nochmal einer Sendung widmen, wo ich das ganz genau mache und ich mache das jetzt mal so ein bisschen grob bei dir, um das abzutesten und zu gucken, welche Größen man wirklich nimmt. Das hat damit zu tun, dass es irgendwie keine einheitlichen Größentabellen gibt, jeder ein anderes Tragegefühl hat und jeder sagt auch, für mich ist die Hose schon eng, der Nächste sagt, nee, die ist erst eng, wenn die wirklich so eng spannt. Das ist total unterschiedlich und man kann sich da wirklich nur rantasten. Wichtig ist, dass ihr eure eigenen Maße, die ihr habt, die nehme ich gleich einmal bei der Wiebke ab, übertragt auf den Schnitt, der da ist. Und dann könnt ihr ungefähr eine Größe nehmen, die eurer so entspricht. Wenn du sagst, du trägst 40, dann würde ich auch mal gucken, welche Größe da so... dass wir damit hinkommen. Ich hatte gestern mal selbst gemessen und dann müsste es auch nach Schnitt eine 40 sein. Ja, guck mal, dann wird das doch. Also wir gucken jetzt mal einmal so grob. Und dazu benutze ich Taillenbänder. Und mach das mal relativ locker hier jetzt um dich rum. Komm mal einmal noch ein Stückchen zu mir. Jetzt denkt die Wiebke sich, okay, ich wollte hier nähen und wollte nicht der ganzen Welt meine Maße zeigen. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt dann draufhalten. Genau, guck mal jetzt schön woanders hin. Ist jetzt auch gar nicht wichtig. Das Prinzip reicht aber jetzt nicht das Ergebnis, Jungs. Wobei, wir müssen damit gleich eh rechnen, deswegen ist es egal. So, 32. Ja, du siehst, 32. Konfektionsgröße. Ja, klar. 32, eine Schulterbreite, also hier, ne? Egal. So, ja, super. Also, wir nehmen jetzt hier den breitesten Punkt und den höchsten Punkt und dann müssen wir noch mal einmal gleich gucken, dass wir noch mal einmal so rummessen. Mhm. Das ist mal der besonders lustigste Teil von dem Ganzen. Dass wir einmal wissen, wie lang dieses Stückchen hier ist. Denn die Hose sitzt natürlich abhängig von dem Punkt hier unten. Ja. Und deswegen fasse ich dir jetzt einmal hier so frech dazwischen. Ja, mach. Du nimmst es einmal hier oben, hältst es feste. Und ich gehe einmal bis hier hinten, jetzt darf der Sento einmal filmen. Und nehme wirklich das Maß einmal, was praktisch um den Körper rumgeht. Das ist nämlich total wichtig bei einer Hose. Da merken wir uns jetzt immer 82. Und ich schreibe mir die sofort immer auf. Und dann können wir nämlich schon mal gucken, wo das Ganze so ungefähr sitzt.
Also vom Schnitt her ist es ein Hüftsitz. Es ist eine Hüfthose. Mhm. Aber manche wissen ja nicht genau, wo diese Hose dann ungefähr so sitzt. Ne? Mhm. Und deswegen müssten wir einmal dann gucken, wie, wenn man dieses Stückchen hier vorne misst, wirklich von der Gesäßnaht, also das Stückchen hier vorne, von dem Punkt aus, wo sitzt das Teil denn dann wirklich überhaupt? Und dann haben viele schon keine Vorstellung mehr und sagen, passt nicht oder die ist zu hoch, zu tief und manche mit etwas mehr Popo brauchen hier hinten mehr Länge und dann fängt das ganze Getöse bei einer Hose nämlich schon an. Okay, dann müssten wir noch mal einmal messen. Was ist denn hier die Größe 40? Welche Ecke davon? Das ist die mittlere. Die da. Die hier? Okay, die haben wir dann einmal. Da hast du mir jetzt auch eine Aufgabe gegeben. 1, 2, 3. Ich dachte, wir hätten Zeit, das vorher alles zu machen. Ja, ich dachte auch, wir hätten Zeit, das vorher alles zu machen. Und jetzt messe ich das Ganze von der Ecke aus mit dem hochgestellten Maßband bis hier vorne. Das sind 17,5. Und ich schreibe mir das an jede Strecke, die ich messe, dran. Mhm. Und da muss dann ja oben noch der Bund von vorne dran kommen. Genau. Ne? Machen wir gleich erstmal. Okay, aber Hüfthose ist soweit erstmal für dich in Ordnung. Ja. Ich würde trotzdem noch mal gerne einmal messen. Ja. Und zwar, das kann ruhig jetzt einmal weg, da hatte ich schon geguckt, das sind, lassen wir mal eben dran. Elisa, alles gut? Hm? Okay. Gesäßnaht. Okay. Ich muss jetzt einmal kurz hier die Maße so ein bisschen wenigstens aufschreiben. Ja. Und Teil 78. Okay, machen wir es mal eben ab. Jetzt brauche ich trotzdem noch mal ein Maß. Den hätte ich jetzt dran lassen sollen. Und zwar, müsstest du jetzt einmal hier unten wirklich in deinen Schritt und einmal gucken, wo du dann hier vorne so auskommst ungefähr. Mit 17,5, ne? Mit 17,5 plus. Und dann kommt ja noch der Bund dran. Genau, jetzt suche ich mal eben raus. Genau, also da komme ich, 17,5 bin ich hier. Bei 17,5 bist du da und dann kommen noch 5 cm dazu. Genau, dann sind wir hier. Also dann sitzt die leicht tiefer als die hier. Dann sitzt die leicht tiefer. Ja. Ist das okay für dich? Ja, ist okay. Wenn ich es jetzt total anfassen würde, würde ich es leicht hochziehen. Aber ich glaube, beim ersten Mal nähen würde ich es jetzt erstmal gucken. Wir können natürlich oben auch einfach noch einen Zentimeter draufsetzen. Mhm. Also, welche Klammer habe ich jetzt? Die? Egal. Also, ihr seht, es ist total wichtig, einmal wirklich diese Strecken an der Hose zu messen und zu gucken, wie das Ganze dann hinterher wirklich an meinem Körper aussieht. Mhm. Du hast jetzt einen ganz flachen Bauch, bist ganz schlank. Jo. Ja, ist ja so. Dann, ne, ich habe ein bisschen mehr, bei mir würde es wahrscheinlich noch kürzer sein, das Ganze. Und dann würde ich sagen, okay, das ist mir zu tief. In dem Augenblick muss ich an dem Schnitt hier oben einfach was verlängern. Ja. Das muss man einfach abmessen. Genau das Gleiche müssten wir hinten machen. Genau, also mein Bedenken, was den Schnitt betrifft, ist eher hinten. Der ist sehr gerade. Ja. Also Dani von Brüller ist so total. Ja, okay. Und ich habe halt dann doch schon ein bisschen mehr und ich glaube einfach, dass ich vom Hintern her, also da. Okay, da können wir aber auch ganz einfach messen, indem wir... Oh, da kommt das erste Ergebnis. Komm her, genau, sehe ich auch so. Das erste Ergebnis kommt. Ja, ich würde sagen. Ja, super. Wo haben wir die Kamera? Super, das ist schon mal gut appliziert. Das sind die kleinen Füßchen. Mit Stickvlies unten drunter. Hält, können wir gleich abreißen. Und ohne Stickfolie oben drauf. Ja, darfst du abreißen, natürlich. Die Klamotten war früher immer so toll. Abzureißen? Wenn man, ja, also, wenn man irgendwas hatte, wo das was drin hing. Wo das drunter war. Jetzt können wir den Rest noch ein Stückchen nehmen, um das noch unter die Nase zu machen. Da ist jetzt... Ich bin ja auch geizig von Haus aus. Ich auch. Ne? Ja, egal. Muss Guck aber mal. Auch nicht. Guck mal. Da. Hier, das da. Ja, hier. Da reicht nur. Ja. Ach, wir haben ja... Welches? Ich brauche hier nochmal... Ich habe gerade den Mann im Ohr, der mit mir redet. Ich muss nur wissen, welches. Für Damm? Alles klar. Dazu brauche ich jetzt eine Frage. Ich rede gerade mit Jan in meinem Off. Weil heute, wir haben 4 Gewinnspiele und keiner weiß, wie schnell und was wir alles machen müssen. Mäuschen, kommst du klar, wenn du das jetzt noch da drunter legst und das auch nochmal so mit der Maschine nähst? Also dicker Applaus. Für 8 machst du das alles sehr selbstständig und bist da ratzfatz mit fertig. Weißt du, was ich denn das mache? Ich fange jetzt am besten hier an und machst einmal hier so den Bogen rum und dann machst du was rum. Die ist sehr pfiffig. Super, ganz toll.
Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt das nächste Gewinnspiel. So langsam. Ich bleibe jetzt einfach mal hier vorne stehen und warte, dass der Erste, der durchkommt beim Jan, ja, also Telefon. Wir beiden haben machen wir jetzt. Kein Glück. Ihr müsst ans Telefon gehen. Ich stelle jetzt eine Frage und der Erste, der durchkommt, wird weitergeleitet ins Studio und in der Warteschleife bleiben. A, es ist eine super Musik, die da läuft. Und B, vielleicht ist die erste Antwort ja auch falsch. Jetzt brauche ich noch eine Frage, die wir beantworten können. Okay, wie heißt der Schnitt der Hose, die wir heute verlosen und die ihr jetzt gewinnen könnt? Der Schnitt. Den kann man von der Hose. Einpacken, ne? Den kann man so haben wir ein paar Mal gesagt. Sehen, oder? Ja, den kann man wenden und das ist ein Eiger. In der Zeit, bis das Telefon klingelt, mache ich jetzt hier noch weiter. Und zwar habe ich jetzt hier den Fadenlauf und lege jetzt hier gerade praktisch auf dem Punkt hier vorne. Ne? Ja. Da lege ich das jetzt mal an und ziehe mir hier einfach mal so eine. Ach ja, man muss es fester halten. Ach, so ist das. Wenn man das zu Freestyle-mäßig macht, geht das nicht. Also wichtig ist, dass ihr hier waagerecht arbeitet und dann zieht ihr euch hier mal auf der Höhe so eine Hilfslinie. Und dann kann man das Ganze auch ausmessen, entweder mit dem Lineal oder halt eben hiermit. Und ich gehe dann auf, ich muss mir echt das immer ankreuzen und bin dann hier bei 30,5. Und das Gleiche machen wir auch auf der Hinterhose. Und dann, das kannst du gleich einmal machen. Ja. Und dann würde man das im Prinzip einmal schon mal messen, hier vorne. Dann sind wir schon mal einmal hier oben an dem haben Punkt angekommen, haben wir den Oberschenkel. Da könnten wir eventuell ein bisschen Probleme kriegen. Und dann müssten wir einmal gucken, dass wir dann oberhalb vom Oberschenkel nochmal hier ein Maß nehmen. Da wir jetzt die Taille nicht mehr haben, kann ich es nicht so gut runterrechnen. Ich würde dann sagen, nehmen wir hier den weitesten Punkt, den wir hier haben. Und machst das da Telefon auch noch. Das Telefon klingelt, ich gehe sofort. Und machst hier nochmal eine Parallele und misst auf der Höhe und auf der Höhe auch noch einmal. Ja? So, ich gehe einmal zum Telefon. Die Wiebke muss messen, damit wir gucken, ob wir der Popo da reinbekommen. In die Hose, die wir jetzt verlosen. Oh, ich brauche einen Schluck Wasser. So, ich nehme jetzt nach dem nächsten Schellen mal ab. Einmal lassen wir noch läuten und jetzt gehe ich dran. Hallo, hier ist die Britta vom Blabla Café. Wen habe ich da am Telefon? Hallo, mein Name ist Ines. Da steht Hazel von der Brüller. Ja, super. Hazel, stimmt schon mal. Ich habe aber nicht Iris. Ist das richtig? Ines? Ines. Ines. Ich war am falschen Ohr. Okay, Ines. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gewonnen. Und du darfst... Oh, klasse. Ja, super. Also du kriegst den Schnitt und schön fleißig. Und du darfst dir dazu noch ein Oberteil aussuchen. Das kannst du, glaube ich, ganz gut in Ruhe machen auf der Internetseite von der Brüller und dich mit dem Jan unterhalten, damit wir das auch gut austauschen können. Okay. Okay? Alles klar soweit? Ich bin total überrascht jetzt gerade. Ich hätte nicht gedacht, dass ich durchkomme. Ja, ich super. Ich finde das echt cool. Ja, danke schön. Ich wünsche dir viel, viel Spaß beim Nähen. Danke. Okay, tschüss. Tschüss, Ines. Ach, ich nutze hier mal gerade die Sekunde und trinke noch mal ein Schlückchen. Während... Hey, ich will auch was trinken, Kurt, ist dir auch so warm? Noch wärmer? Ja, du spielst ja auch unermüdlich weiter. Sven, können wir uns bei dir schon was angucken auf dem Weg? Ja. Ich brauche einen Fächer, glaube ich. So ein bisschen wie Karl Lagerfeld. Ich muss was trinken. Ja, geh mal zur Bar und hol mal zur Theke, zur Bar. Und hol dir mal ein Schluckchen bei dem Martin ab. Wo sind wir abgestellt? Ich habe ein Bein schon zusammengenäht. Ich habe beide Beine schon zusammengenäht und Abnäher für mein Knie. Leitungssache. Ja. Wo? Kannst du so vorhalten. Genau, also. Da gehört es hin. Ich würde jetzt mal so grob schätzen, das ist das Bein, okay? Ja, weil hier die Tasche ist, genau. Also ich habe mein Knie konstruiert. Okay. Ja. Nach eigenen Ideen, nicht nach deinen Vorgaben, haben wir ja festgestellt. Ja, ist alles aber habe ich so gebaut, wie ich es mir für richtig hielt. Mhm. Und habe jetzt einfach die beiden Teile, erstmal die Abnäher genäht, wie ich es bei der Weste schon gelernt habe. Ja. Und habe die beiden Teile gut gemacht. Ne? Sehr gut gemacht, Ich habe die beiden Teile zusammengenäht. Mit dem Absteppen warte ich jetzt noch, weil ich das besondere Garn ja mit dabei habe. Genau. Du wolltest ja gleich erzählen, wenn wir du was Besonderes was haben. Erzählen. Achso, du machst jetzt erstmal was. Ich mache erstmal, ich wollte eigentlich schon die Tasche an das zweite dran machen. Ich bin nur gerade am Grübeln, wie das gleich nochmal ging. Wolltest du hier noch eine Einlage reinbügeln oder willst du keine? Nein, brauche ich nicht. Willst du nicht? Das wird so halten. Okay. Du bist jetzt dafür, ohne Einlage zu arbeiten. Ich halte mir das mal einmal kurz an. Der Sven hat also hier
in der Mitte sich in seiner Kletterhose so ein Kniepart eingebaut mit leichten Abnähern, die er gemacht hat. Die würde man normalerweise jetzt nach oben machen oder so in eine Richtung legen. Eine andere Richtung, genau. Du kannst sie auch gegengleich machen. Das ist bei diesen Outdoor-Hosen eigentlich mehr ein Stilelement und das ist jetzt nicht so wie, ich sag jetzt mal, bei einem Abnäher einer feinen Bluse oder Bläser, wo man dann wirklich auf irgendwas achtet. Also es gibt auch Leute, die steppen das dann nach unten oder nach oben, das musst du wissen, wie du das machst. Also es ist da mehr oder weniger Freestyle. Ich würde sie, wenn du sie steppst du sie ab? Ich bin noch am Überlegen. Also bei meinem Original ist es so, weil es ein bisschen stabiler ist, glaube ich, einfach. Deswegen würde ich es machen. Das würde ich aber tatsächlich auch mit dem anderen Garn machen wollen. Okay, reden wir gleich drüber. Mhm. Das heißt also, entweder legst du sie nach innen und steppst sie ab oder nach außen. Aber beide so in eine Richtung sieht blöd aus. Genau. Für eins musst du dich entscheiden. Okay, du hast die Quernähte genäht, die Abnäher genäht und hast das jetzt bei der zweiten Hose auch schon und bist jetzt gerade dabei, dann den Taschenbeutel aufzunehmen. Nee, da nicht, sondern da. Entschuldigung. Gar kein Problem. Vorne. Genau. Das heißt, hier kommt der Taschenbeutel erst dran, der sich dann hier so rumklappt. Genau, der eine ist, also man kann es ja mal anhalten. Aber das darfst du jetzt noch nicht festnähen. Ja, das war jetzt gerade das, woran ich gegrübelt habe. Okay. Also, da bin ich gerade zur rechten Zeit ja, gekommen. Ja, genau, das passt also. Wir können uns aber auch an die Maschine setzen. Dann ja, wie du möchtest, dann ist vielleicht gleich mit dem Zeigen. Nee, hock dich mal einfach hier wieder hin und dann machen wir schnell die Nadeln daraus an der falschen Stelle. Ja, ich könnte es an der hier erstmal anzeigen und dann. Genau. Also die Tasche wird ja. So sieht diese Einsparung aus, wo man nachher mit der Hand reinkommt. Der Tascheneingriff. Genau. Und dieser Teil wird ja dahinter sein, sodass es auch schön farbig ist. Aber damit man auch eine Tasche hat, braucht man ja noch diesen Innenteil da rein. Genau. Und den machen wir jetzt mal eben dran. Und der gehört nämlich so. Und so. Und so. Jetzt müssen wir es nur noch nicht so legen, dass es aussieht wie so ein Sandwich, sondern so, wie wir es auch nähen. Ne? Das heißt, du nimmst den jetzt einfach mal dazwischen raus und legst den hier rechts auf rechts. Das habe ich hier getan. Ja, aber du wolltest das Stückchen zunähen und das ist falsch. Du musst die Rundung erst zunähen, weil das müssen wir hinterher ja umklappen und danach nach innen wird erst zusammengenäht. Okay, gut, dass bevor du da losgelegt hast, hier vorbeigekommen bin. Ja. Okay, gibst du mir aber noch zwei Nadeln, dann stecke ich dir das feste. Und für alle, die da draußen Taschenbeutel jetzt auch so verstürzen, bitte, ich stecke das jetzt mal einfach mal kurz so feste. Normalerweise kann man hier auch noch, damit es etwas stabiler ist und sich nicht so dehnt und ausbeult, kann man da eine Einlage rein, so einen kleinen Streifen rein machen. Ne? Ich zeig mal, was ich hier gemacht habe. Ja. Ich habe es ja schon einmal bei meiner anderen Hose gemacht. Da hast du noch einen Zierstich genommen. Genau, damit ist das eigentlich, weil das ja die Nahtzugabe ja da innen drin ist und der Zierstich schon sehr stabil geworden. Okay, das willst du bei dir auch machen. Genau so hätte ich es jetzt, oder sehr ähnlich hätte ich es jetzt gemacht. Mal schauen, was die Maschine für Zierstiche drauf hat. Och, die hat ein paar. So 1, 2, 3 Zierstiche habe ich da schon mal gesehen. Ein Blümchen oder ein Herzchen oder sowas. Ja, ein Herzchen wird uns zu dem Rot super passen. Genau. Also bitte erst das hier verstürzen und dann kann ich euch noch einen Trick zeigen mit dem Einschneiden. Hast du das eingeschnitten bei deiner einen Hose? Habe ich hier nicht gemacht. Ja, bei dem Stoff nicht, aber hier würde ich es machen. Genau, immer versetzt. Ne? Super, aber dann sag nochmal, ich bin beim Einschneiden, dann können wir das nämlich nochmal sagen. Ich mache jetzt erstmal die beiden Taschenbeutel dran. Und schneide es dann ein. Und schneide dann ein, dann zeige ich es nochmal. Super, hervorragend. Also, Ja, ist flutschig, der Stoff. Ja, das ist flutschig, aber schön atmungsaktiv und super mega leicht. Ja. Fühlt sich auf jeden Fall ganz, ganz toll an. So, dann gehen wir mal weiter. Warte mal. Die Wiebke erklärt schon der Elisa, wie es weitergeht. Ja, wir haben einen kleinen Vernäher gerettet und jetzt setzt sie neu an. Und jetzt setzt sie neu an und macht weiter. Okay, und ich habe nur einmal das Handrad benutzt. Du darfst das Handrad gerne benutzen. Um die Kurven, Elisa, ganz langsam und kannst immer mal das Füßchen anheben und den so ein bisschen drehen. Und den Stoff drehen. Das geht leichter. Plack, 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 plack. Hallo, sie dreht immer gerne schnell, ne? Hast du schon gesehen, was deine Tochter hier so treibt? Mhm. Wie ist das zu langsam? Na, wir lassen sie mal ein bisschen wurschteln. Das wird schon. Die so, wir waren, hattest du das geschafft, das irgendwie so, ich habe gemessen und gerechnet. Hast du schon? Ja. Alles mal 4? Super. Und auf was bist du gekommen? Also ich komme hier auf 107. Ja. Und für hier komme ich auf 65. Und 65 das wird reichen. Und das stimmt auch mit dem, was in der Masterwelle steht. Dann lass mal einmal gerade, bleib mal ganz gerade locker stehen. Ja, das ist dann etwas locker hier vorne. Also das passt auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur bei deinem Popo aufpassen. Ne? Ich habe nämlich ungefähr 110 gemessen. Das wären jetzt 3 cm weniger. Das ist schon ein ordentliches Stück hinten rum. Und da würde ich dann eventuell sagen, dass wir da, dass wir bei der 40 bleiben, aber dass wir hinten noch mal einmal ein bisschen mehr Nahtzugabe reinmachen.
Jetzt hängt es nämlich auch noch davon ab, was ihr für einen Stoff gewählt habt und wie der Stoff sich verhält. Und das weiß man eben nie. Wir haben jetzt hier bei dem Hilco-Stoff eine reine Baumwolle, aber auch die kann sich dehnen. Und dann hängt es wieder davon ab... Ist aber nicht so dehnbar. Ja, die wird aber auch, kann sein, dass sie auch sich trotzdem so während des Tragens etwas weitet. Das ist einfach so. Ja. Und jetzt geht nämlich los bei Hosen. Aber Hosen kann man stundenlang reden und simulieren und versuchen, das Beste draus zu machen. Normalerweise ist es gut, wenn du jetzt erstmal einen Probestoff nehmen würdest und erstmal guckst, wie das so ungefähr wird. Ne? Aber machen wir jetzt nicht. Wir gehen sofort in die Vollen. Damit, also manche mögen es ja auch gerne, dass es enger sitzt hier oben, ne, damit es so ein bisschen Form gibt. Deswegen muss man etwas Minusweite haben. Manche sagen, nee, mag ich nicht, das ist mir dann zu eingedrückt, die wollen es dann lieber weit haben. Nee. So, was weiß ich jetzt nicht bei dir. Was meinst du, sollen wir jetzt tun? Sollen wir hier noch ein kleines bisschen mehr reingehen oder sollen wir hinten einfach über die Gesäßnaht hier hinten gehen? Was hältst du für sinnvoller? Ich würde hinten über die Gesäßnaht geben und würde das einfach wie bei einer Herrenverarbeitung, ich würde hier hinten mehr Nahtzugabe reingeben, dass wir es zur Not hier hinten etwas auslassen können und nicht über die Hüftkurven gehen. Die Hüftkurven hier an dem Schnitt finde ich eigentlich sehr, zeig mal eben deine. Das kommt ja darauf an, wer hat was für eine Hüftkurve. Ich finde die hier eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Ja. Und ich würde hinten über die Mitte steuern. Ja, okay. Okay, das heißt, das können wir erstmal so lassen. Die Beinlänge können wir auch noch im Prinzip messen. Für alle, die die lange oder kurze Beine haben, ist es empfehlenswert, nicht außen zu messen, auf keinen Fall, weil das hängt natürlich wieder von der Höhe ab. Und das ist immer so eine Sache, ne, wie man es denn jetzt so gerne mag. Wichtig ist, wenn ihr kurz oder zu lange Beine habt, und halt zu lang, zu kurz gibt es ja nicht, aber auf jeden Fall die mit euren Schnitten nicht passen, dann nehmt ihr bitte immer die innere Beinnaht, die hier ist. Ich halte das und mal. Messt die hier runter, hier ist noch das Knie. Und dann bis hierhin. Möchtest du eine ausgestellte oder eine gerade? Ausgestellt. Vorhin? Ausgestellt, auf jeden Fall. Klar. So, dann hätten wir hier jetzt eine innere Beinlänge von 87. Und jetzt kann man sich nochmal helfen. Entweder man nimmt einen Pin, wenn man jetzt nicht so einen Schneiderwinkel zur Verfügung hat. Den nimmst du jetzt bitte einmal hier so in die Mitte drunter. Ja, das ist ein Schrittmesser. Ich kann es auch nicht ändern. Wir können dich noch an eine Wand stellen, machen wir aber nicht. So, du hast den Anschlag da oben im Griff, ne? Ja. Hervorragend. So, und jetzt können wir einmal von hier runter messen. Man kann aber auch ein ganz normales Lineal nehmen. So, das wären jetzt hier 80 bei dir. Mhm. Das heißt, die ist 7 cm zu lang. Ja, das wundert mich nicht. Okay. Hast du schon mal Probleme mit deinen mit Beinlängen, dass sie zu lang sind, die Hosen? Ja. Siehste. Okay, das heißt, hier unten brauchen wir schon mal keine Nahtzugabe. Ja. Da sind 4 cm locker drin, können wir noch einen halben Aufschlag mitmachen. Mhm. Wobei, was Brüller sagt, und das halte ich sinnvoll, die sagt hier kürzen, weil sonst verlieren wir ja das Ausgestellte. Aber bei denen, also das ist schon sehr ausgestellt. Wenn wir hier jetzt drei, also wir nehmen da ja praktisch von dem 4 cm den Saum weg. Ich würde, du hast die Hose auch hier sehr lang und unten auf dem Boden liegen. Dann verlierst du nicht ganz so viel Ausgestelltes. Die ist noch ziemlich ausgestellt. Außer du sagst, nee, möchte ich nicht. Dann hast du natürlich recht, würde man auf Knieebene das Ganze entsprechend so ein Stück einknicken, dass man dann ungefähr so das hat, auf was man kommen will. Ich mache das jetzt echt provisorisch nur, weil... Normalerweise müsste man es durchschneiden, gerade machen. Und jetzt könnte man nochmal nachmessen. Und hätte dann bei 85, 84 dann die Länge, wenn ich jetzt noch einen 4 cm Saum nehme. Ja. Kannst du machen, wie du möchtest. Also du kannst es unten etwas wegnehmen, wenn du sagst, ich brauche eh nicht so einen Riesenschlag. Oder du sagst, nö, möchte ich nicht. Dann müssen wir hier einmal eine gerade Linie ziehen. Aber der Schlag ist schon ordentlich. Mama, hast du recht? Der Schlag ist ordentlich. Ich will die Druckknöpfe. Was haben wir? Da, guck mal, da sollte es noch mal ein dann bisschen drüber gehen. Jetzt kommt die Qualitätssicherung durch die Mutter. Rüber nehmen. Raus. Ja. Oh, ist schon wieder weg. Du hast dein Kind unter Kontrolle, ich sehe das schon. Okay, also normalerweise, wenn ihr kürzt, kürzt ihr auf Knieebene und zieht das so ein bisschen hoch, um unten die Saumweiten zu erhalten. Das ist jetzt so ein Spiel... Das darfst du entscheiden, aber du nähst ja schon ein bisschen länger und du entscheidest das jetzt einfach mal. Ich komme ja eh nicht zum Nähen heute. Nee, heute glaube ich, kommen wir nicht zum Nähen. Ein Tipp noch, hast du schon mal so einen Schnitt vorher so durchgemessen? Ich habe auch also eine Hose, die so sitzen muss, noch nicht genäht. Okay, gut. Aber so das Prinzip ist schon mal klar. Also erstmal alle Maße von sich selber übertragen und dann gucken. Wie gesagt, ich nehme jetzt Körpermaße von dir, übertrage die auf den Schnitt. Ja. Normalerweise hat man ja noch Weitenzugaben. Also es darf etwas mehr sein, weil sonst nähst du wirklich eine Hose, die komplett eng ist. Ja, und da muss man natürlich dann
aufpassen. Also Hosen nähen ist so eine Sache für sich. Noch ein kurzer Tipp, wenn ihr die Schrittlänge messt, bitte immer nur an der Vorderhose messen, niemals an der Hinterhose, weil da kann dieses Stückchen hier verkürzt sein. Das nennt man dann Dressur. So, jetzt geht's ganz ins Eingemachte. Dressur. Und was ist das? Dressur ist, dass dieses Stückchen vom Knie bis hinten zu diesem Gesäßpunkt, dass das kürzer ist als die Länge hier. Und wenn das ein bisschen enger ist und nicht gleich lang ist, dann dreht sich das Bein hier hinten schöner rum. Man würde praktisch diesen Bereich hier der Hose ziehen. Mhm. Den dehnst du, damit sich die Hose hier hinten besser um dein Popo und deinen Oberschenkel legt. Okay. Mhm. Und das hängt wieder vom Stoff ab. Also Hose, Hose ist ein Phänomen und eine Sache für sich. Wir messen mal eben kurz nach hier. Hier haben wir jetzt eine Länge von 35,1. Wo ist hier mein Knieknips? Ja. Hast du da keinen? Ist keiner. Da ist keiner, dann nehmen wir mal die Ecke hier. Und ich gehe bei den mittleren. Und sie hat ein bisschen Dressur drin. Also das ist auf jeden Fall kürzer, das Stückchen. Mhm. Und wenn dir das zu beulig ist an dieser Hose, dann kannst du es beim nächsten Mal hier noch ein bisschen kürzen. Okay. Okay, wir haben noch ein ganz wichtiges Gebiet, nämlich hinten die Länge. Damit wir wissen, wie lang das hier hinten ist, das Teil. Mhm. Wo es hinten hochkommt, ja. Das ist auch ein großes Problem, wenn man Hosen hat, weil ganz viele sagen, ach, vorne ist mir das ja eigentlich egal, da kann ich das gut tragen, so hüftig. Mhm. Aber wenn ich mich dann bücke oder so runtergehe oder hinsetze, dann habe ich da hinten meinen Schlüpfer. So, genau. Mein Schlüppi. Und das ist nicht schön. Nein, das ist nicht und schön. Und deswegen hat man, also ich habe das auch ganz gerne, dann sind meine Hosen echt schräg. Also hier hinten sind sie mehr und hier vorne sind sie tiefer. Genau. Das ist aber bei jedem Menschen anders und deswegen empfehle ich immer noch, dass wir das hier nochmal nachmessen. Wir kommen heute nicht zum Nähen. Wo war ich jetzt? 1, 2, 3, die Mitte. Den hier haben wir, ne? Bin ich im richtigen? Liebke, du musst bei der Temperatur einmal über meine... Sieht gut aus. Sieht gut aus. Über meine Schulter guck mir. Ich schwitze hier rum. So, jetzt bin ich da oben bei 31,5 angekommen. Jetzt könnten wieder. Wir im Prinzip mal messen, indem wir das da unten wieder festhalten. Und das ist jetzt ganz praktisch gemacht hier, ne? Also jetzt, du musst die Mitte nehmen, nicht vorne. Also jetzt sitze ich hier bei der Hose an der Naht, ne? Ja, mach mal. Bei der Hose an der Naht, dann stell dich mal gerade hin. Das ist lustig hier bei uns. Jetzt brauche ich einen Sento wieder. Ja, komm. Du musst jetzt hier hinten. Ja, wie fast ja. Komm her. So, jetzt sind wir bei 31,5, sind wir hier, Liebe. Nee, das muss höher. So, pass auf. Und da sind ja jetzt noch 5 cm, das heißt, wir wären dann bei 36. Das heißt, das Stückchen, was du hier am Bündchen hast, ist da an der Hose nicht vorgesehen. Also müssen wir die Strecke hinten verlängern. Die muss höher, ja. Danke. Lass mal los. Okay, ganz wichtig. Nicht so einfach, so eine Hose, ne? Aber wie gesagt, es gibt auch viele Mädels, die sagen, nö, ist doch cool so, wenn das so in einer Reihe ist. Also wenn das denn richtig ansitzt, aber meistens ist es ja dann, wenn man sich hinsetzt, dann klafft das so auf. Ja, das kommt, wenn man ein Hohlkreuz hat oder nicht und es ist ja keine maßgeschneiderte Hose. Ne? Also deswegen, also da sind wir jetzt ja, wir arbeiten uns ja daran. Das heißt, an diese Länge hier, die du hier oben hast, da musst du auf jeden Fall eine kurze erhöhen. Zwischenfrage stellen dürfte. Stell eine kurze Zwischenfrage. Wenn das Hinterteil etwas ausladender ist. Ja, dann wird die Strecke länger. Nichts anderes. Und dann muss man noch mehr oben dran stellen. Und ich habe der Wiebke jetzt im Prinzip nur gesagt, wenn ich jetzt hier das nehme, sie müsste gleich einmal kleben. Und dann wird hier oben steht jetzt plus 4 cm in meiner gruseligen Schrift. Das heißt, sie wird einfach nur diese Strecke, die hier ist, um 4 cm auf jeden Fall erhöhen. Mhm. Und dann machen wir hier von da aus gleich einen Ausgleich, dass wir im Prinzip hier diese Kante, bevor wir das schneiden, machen wir das hier hinten so ein bisschen höher. Und kann ich irgendwie tricksen? Kann ich irgendwie hier schneiden und das einsetzen, damit ich diese Kante behalte? Damit du die Kante behältst? Wenn ich jetzt sage, hier trenne ich und... Du willst es da aufsperren, kannst du auch machen. Aber du kannst es auch am besten hier oben ansetzen. Weil die Länge brauchst du hier oben in der geraden Strecke und nicht so an dem Punkt. Hm. Ja gut, nur wenn ich jetzt hier verlängere, dann mache ich auch die... Aber wahrscheinlich muss ich ja die... Die Abnäher ein bisschen Abnäher verlängern. Dann auch okay, wenn du die Abnäher hier oben um 1 cm verlängerst, setze den Punkt einfach 1 cm höher. Dann bist du fertig damit. Okay. Wenn du jetzt das an der, dreh dich nochmal um, damit die Leute wissen, worum es geht. Also,
Wenn du das jetzt, guck mal, du kannst hier noch über deine Schulter gucken. Wenn wir das jetzt hier aufsperren, dann würdest du hier Weite reingeben. Okay. Die brauchst du aber gar nicht, weil dein Popo ist jetzt nicht, dass der so hinten raus, dass du nicht so ein Stippefötchen hast, ne? So heißt das im Rheinland. Also das heißt, dass du ein Popo hast, der hier hinten wirklich so wie so ein Äpfelchen ist, sondern das ist eigentlich ganz normal, okay? Und du brauchst nur hier oben die Länge. Mhm. Du musst also hier eigentlich nicht die Weite reingeben an der Stelle. Gut. Ich würde es hier oben hin machen. Also ich würde da jetzt einfach so einen Streifen mal dran kleben und dann schneiden wir das gleich in einer schönen, in einer schönen Rundung ab. Okay. Okay? Machen wir. Gut. Ich glaube, wir müssen uns um die beiden kümmern. Oh, ja, wir kümmern uns. Ich kümmere mich und du machst nämlich hier schon mal weiter. Jo. Mit wie viel Nahtzugabe arbeitest du? Warum? Genau. Das 0,7 meistens. Das ist wie bei ehrlich? Nur 0,7? Ohne, genau, dass drum da irgendwie noch ein Funken an Resthoffnung ist? Nein, wenn ich weiß, dass es passt. Okay, da würde ich jetzt mehr machen. Okay, dann machen wir mal mehr, damit wir noch so ein bisschen Spielraum haben, zumal jetzt ja hier, wer das hier vorne muss, also auch noch ein breites Stückchen dran und hier oben muss ein Stückchen Pappe noch dran oder Papier. Okay, ich würde sagen, dass du mindestens mit einem Zentimeter Nahtzugabe arbeitest, dann haben wir noch so ein kleines bisschen. Ja, ja. Nee, hinten hat man ja sowieso gesagt, dass wir mehr machen, ne? Genau, also ich würde jetzt sagen, dass du jetzt den Schnitt so fertig machst, dass du hier mit einem Zentimeter deine Nahtzugabe schon komplett einmal dran stellst. Und das glaubst du reicht? Du kannst auch mit 1,5 nehmen. Weil wir hatten ja, also wir hatten ja gesagt, wir sind hier bei 1,7 Meter. Ich würde das hier hinten drüber steuern. Ich würde jetzt hier ich war auf der falschen Seite. Ist ich würde jetzt hier ab dem Punkt, würde ich jetzt hier ein Dreieck nach hier hinten rausnehmen, damit wir das ein bisschen darüber. Mhm. Wir können aber auch über 1,5 Zentimeter Nahtzugabe noch ein bisschen. Ich war auf der falschen Seite. Ich wollte das da setzen. Ist okay. Ja? Ist nicht schlimm. Also wir können es machen, wie du es möchtest. Nee, nee, ich war einfach verdreht. Aber 1 Zentimeter Nahtzugabe machen wir mal. Dann haben wir immer noch ein kleines bisschen Chance, noch ein kleines bisschen da noch Einen Zentimeter Fall rauszulassen. Auf jeden Fall. Also rundherum 1 Zentimeter, bis auf hier hinten muss jetzt noch ein Stück Pappe dran. Und hier oben auch noch ein Stück Pappe, von dem Punkt bis hier oben. Die habe ich ja vorhin so heldenhaft weggeschmissen. So heldenhaft weggeschmissen. Ich werde schon was finden. Sonst nehmen wir noch das Stückchen hiervon. Guck mal, du kannst auch hier den Streifen einfach nehmen. Ich denke auch. Das geht. Hier ist die Papierschere, hier ist ein Stift und du musst jetzt erstmal zeichnen. Das sind alles Sachen, die wir schon vorher machen. Ich gehe zu deiner Tochter. Genau. Ich gehe jetzt mal gucken. Was die da machen. Darfst jetzt noch weiter arbeiten. Gut. So, ihr habt euch jetzt hier schon verbündet, ihr beiden. Ja. Weil die Spule unten alle war. Nee, weil wir schwarz brauchten, um die Schnurhaare zu machen. Ach, und ihr habt jetzt schnell umgefädelt? Ja. Guck mal. Großartig. Guck mal, der Sven fädelt mal eben schnell um. Ich habe jetzt nur dummerweise keine leere Spule gefunden, deswegen musste ich meine hergeben, weil gelb unten drunter geht natürlich nicht. Nein, schwarz-gelb geht zwar in Dortmund noch, immer gut, doch, aber pass auf, wir können aber auch an die Maschine von deiner Mama gehen. Du kannst Maschinenhopping machen. Aber jetzt haben wir hier schon alles gut. Genau, du brauchst auch einen Zickzackstich, meine Liebe. Für die Schnurhaare? Ja. Haben wir extra Probe genäht. Wollt ihr extra gerade Schnurhaare machen? Nee, die muss man auch so ein bisschen. Sonst sieht man die ja nicht. Sonst sieht man die nicht. Einfach nochmal runter. Stopp, stopp, stopp. Einmal kurz aufhören. Erst die Nadel nach oben. Und jetzt darfst du einmal das lüften. Und jetzt müssen wir wieder einen Zickzackstich einstellen. Den eng. Ja, den eng. Hilft alles nichts. 1, 2, 3. Oh. Super, ne? Ja. Guck mal. Und hier musstest du auf was runter? Jetzt weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Haben wir nicht noch ein paar Gewinnspiele? Mir fehlt hier was. Du musst jetzt aber, glaube ich, nochmal die Naht aufmachen. Ich höre nichts mehr in meinem Ohr. Haben wir nicht erst 2 verlost? Müssen es nicht schon mindestens noch 5 werden heute? Du kannst gerne noch einen Anrufer dran nehmen, wenn du eine passende Frage stellst. Ja, ich weiß nicht, hat das jetzt die Regie gesagt? Ich bin nicht im... Ach so, alles klar. Okay, Jan ist gerade unpässlich. Was macht ihr beiden da? Lass sie doch drin. Aufmachen. Nicht aufmachen. Nein. Nicht aufmachen. No, 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 no. Komm, wir schneiden das mal eben ab, die Schnurrbarthaare. Wir nähen da gleich einfach frech drüber. Okay. Jungs und Mädels. Was? Guck mal. Wie knurrt einer. Ich hab Angst. Ich weiß nicht. Nee, ich weiß. Wenn überhaupt nur mein Bauch. Hast du Hunger? Nein, hab ich nicht. Wir hätten auch Kekse eigentlich. Wo ist denn das Stickvieh? Ja, hier hat jemand gemacht. Ja. Es ging um das Wort Kekse viel und Stickvieh, es machte neben mir. Ich glaube, ich gehe zurück an meine Maschine. Ja, genau. Dann nehme ich aber mein Röllchen wieder mit. Nimm dein Röllchen wieder mit, weil, komm mal, wir gehen schnell zu Mama. Komm mal rüber, Süße. Komm, dann sitzen wir auch mal hier und nähen. Hast du einen Tesafilm?
Tesafilm steht da vorne neben der Madeira Garn Box. Bei Mama ist es aufgeräumt. Ja, jetzt kommt mein Anrufergewinnspiel gerade in mein Ohr gekrabbelt. Super, machen wir auch. So, das nächste Anrufergewinnspiel ist da. Und zwar, sind die schön? Und zwar folgendes. Ja, die Frage lautet, also wieder erstmal ans Telefon. Und der Sven hat gerade was ganz Tolles gesagt. Es geht um den Sven, weil wir verlosen ja jetzt eine tolle Männerkombi Sverre und mein Nanook. Und Hast du auf drei? Ich bin noch gar nicht so weit. Ich sag jetzt erst, was los ist und dann nähen wir beiden Süßen. Guck mal, da wo es leuchtet, da müssen wir reingucken. Also, und zwar ist das folgendermaßen. Der Sven, der war schon mal hier in der Sendung. Und was hat der genäht? So, jetzt könnt ihr mal kramen. Jetzt wollen wir mal gucken, wo hier die wahren Fans sitzen. Guck mal hier, die kurze weiß schon Bescheid. Und hier? Zack, zack, auf 0,4. Und jetzt geht's los. Jetzt kannst du wieder anfangen, hier runter und den anderen so und den anderen so. Das kannst du alleine, ne? Du bist ja schon hier Vollprofi. Aber hinsetzen, mein Süßer. Nee, doch. Aber weißt du, was die Maschine kann? Dann mache, zeig ich dir jetzt noch was. Einmal ranrutschen, eins, zwei, hops. Genau. Die hat einen automatischen Abschneider. Jawohl, die hat einen automatischen Abschneider. Guck mal, jetzt machen wir mal so, dass du das hier unten ansetzt. Und jetzt mache ich dir hier die automatische Verriegelung rein. Oben der oberste Knopf. Jetzt nähst du einfach und machst gar nichts erstmal. Nee. So, das ist gut. Die näht auf der Stelle, ist alles gut. Und jetzt mach mal. Du musst festhalten, musst du schon. Achso, zu langsam. Du musst irgendwann aufhören, ne? Wie lang sollen die denn werden? Irgendwann kommt die Nahtzugabe. So, jetzt drückst du auf den einmal drauf und nähst. Nee, einmal fest. Ja, nochmal. Und jetzt, also Gas geben dabei. Füßchen hoch. Und wegziehen. Tada! Und sowas habe ich Zauberei. Nicht. So, ich möchte eine Großaufnahme von dem Gesicht nochmal haben, in Zeitlupe. So, Mama, wird eine neue Nähmaschine fertig. So geht's, okay? Viel Spaß. Einfach runter und nähen, du musst nichts beachten. Nur auf der richtigen Seite bleiben. So, dann wollen wir mal gucken, ob die dir gerade zugehört haben, unsere Zuschauer. Weil du hast nämlich gesagt, was du hier schon mal gemacht hast. So, einmal schnell noch und dann wollen wir mal gucken, wie ich alleine habe. Hallo, hier ist die Britta vom Blabla Café. Wen habe ich denn da am Telefon? Der Steffen ist am Apparat. Hallo. Der Stefan? Kurz, ganz Steffen, kurz. Steffen, genau. Stefan ist richtig, habe ich richtig. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen in der Sendung Blabla. Schön, ich habe einen männlichen Zuschauer, das ist ja unglaublich. Ist ja, das in der Tat, genau. Ist das ein Bekannter vom Sven? Stefan? Nein. Nein, kein Bekannter, okay, kein Mitbringsel, das ist ja toll. Lieber Stefan, was hat denn der Sven hier in der Sendung schon mal genäht? Eine Weste, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, super, ja. Eine Weste, juhu! Das heißt, auch du bekommst das E-Book von Meine Herzenswelt mit dem Schnitt Meine Sverre, ist richtig, ne? Das sind lustige Namen, ich muss da nochmal nachhaken. Und mein Nanook, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke dir, Britta. Ja, viel Spaß. Nähst du auch, wo ich schon meinen Mann am Telefon habe hier? In der Tat, ja, das machen wir. Ehrlich? Cool, also falls du mal in die Sendung kommen willst, ich würde mich freuen. Ein wenig weit weg, aber vielleicht ergibt sich das mal. Bestimmt, also Dortmund ist schön, jetzt... Gibt doch auf der Facebook, in der Facebook-Gruppe gab es doch die Möglichkeit, irgendwie Tickets zu bekommen. Ja, letztes Mal. Mal was zu gewinnen, aber wir haben leider nicht gewonnen. Zu gewinnen. Ah, schade, okay. Aber vielleicht doch nochmal mit einem kleinen Ausflug ins Ruhrgebiet, ist eigentlich wunderschön hier. Und einfach mal vorbeikommen. Wert. Genau, immer eine Reise wert. Genau. Okay, viel Spaß damit und alles Gute nach wohin in die Ferne du auch immer wohnst. Viel Spaß beim Nähen. Tschüss. Ja, tschüss. So. Haben wir auch unter die. Du hast mir nicht geholfen. Ich habe hier ein Namensproblem. Ich höre hier irgendwie schlecht. Mit meinem Knopf im Ohr noch doppelt schlecht. Geh Kekse holen. Ja. Nee, nicht geh Kekse holen. Hatten wir keine mehr hier oben? Nein, hier oben haben wir keine. Alle aufgegessen. So, liebes Team, ihr seid verfressen. Alles der Mahmut. Mahmut, alle Kameras auf Mahmut. Guckt euch bitte den Bauch an, aber alle drauf bitte. Das gesamte Team, alle auf Mahmuts Bauch. Da sind unsere Kekse geblieben. So, ich bin noch mal kurz bei dir. Hast du alles schon rumgemalt? Nö. Was sich mir so erschließt, ja.
Okay, dann komme ich gleich gucken, ja, ja. Kannst du mal schneiden. Kein Stress. Oder schon mal den Stoff gerade hinlegen. Und um die Taschen, Wiebke, kannst du auch schon mal einen Zentimeter Nahtzugabe machen, wobei oben müssten wir irgendwie ein bisschen mehr drauf machen, oben auf die für den Umklappen. Mhm. Da müsstest du 4 bestimmt machen. So. Bin ich gespannt, ob ich es bei dir richtig gelernt habe. Natürlich. Wo ich kein Flisofix kenne. Oder ob ich es richtig gemacht habe. Also letztendlich habe ich jetzt einen Zentimeter Abstand auf der einen Seite und versetzt, wie die Maurer, auf der anderen Seite jeweils auch einen Stück gemacht. Das ist gemacht. Übrigens ein gutes Beispiel, wenn ich das mal erkläre. Immer nicht Stein auf Stein, also immer Fuge versetzt machen. Ja, genau, setzt man ja auch. Hm? Ja, guck mal. Das ist immer schön, wenn man sowas macht. Also, meine Lieben, ihr könnt, wenn ihr etwas einschneidet, also so eine Rundung schneidet man gerne ein, weil wir müssen das Ganze hinterher gegengleich umlegen. Und dann stört meistens die Nahtzugabe. Und wenn man das einschneidet, hat hier hinten dann die Nahtzugabe Platz, sich zu bewegen. Das ist der Grund, warum man was einschneidet und dass hier dann nicht so knüsselig wird an der Stelle. Jetzt habe ich beim letzten Mal, bei der Weste müssen wir auch ganz viel einschneiden, nämlich in den Armlöchern, habe ich das letzte Mal gesagt, dass es nicht so gut ist, wenn man jetzt so einschneidet, ne? Nämlich genau. Beide in einer Ecke, sondern genau. Versetzt. Einmal hier und einmal da. Das heißt nämlich, dass dieses Stückchen hier dann dieses überdeckt und es klappt dann nicht so entsprechend auf. Also das ist die feine englische Art, Sachen einzuschneiden. Aber du hast auch ein bisschen häufig eingeschnitten. Du gibst immer Zentimeterweise. Hammer. Mach ich ja gar nicht. Mach mal so da 2 und hier nochmal 2. Ach so, na gut. Ja, ist egal. Mach ich das jetzt auch. Ne? Du hast ja Zeit und alles ist schön und perfekt richtig gemacht. Juhu. Dankeschön. Super. Applaus, Applaus. Okay. Ja. Bügelst du das Ganze jetzt noch einmal? Ja, das ist mit dem Bügeln hier so eine Sache, aber ich werde es gleich probieren. Weil ich habe vorhin probiert, den Stoff zu bügeln. Das ist ein bisschen schwierig. Geht wohl auch gar nicht so heiß. Also muss man ein bisschen Acht geben. Ja. Und der hat sich so leicht verfärbt dabei. Das ist nicht schlimm. Ja, der wurde auch wieder normal. Genau. Mal gucken, ob er so bleibt. Also bei dem anderen war es, bei dem Bein, als ich den Stoff gebügelt habe, bevor ich ihn zugeschnitten habe, habe ich einmal gebügelt, habe ihn dahinter getragen, da war wieder knittrig. Also von daher muss ich mal probieren. Das muss man so ein bisschen ausprobieren bei dem Spezialmaterial. Ja. Ich kann nur noch einen Tipp geben dazu. Und zwar, wenn man das jetzt eingeschnitten hat, ist es trotzdem gut, vorher nochmal zu versuchen, du hast es jetzt sehr oft eingeschnitten, zu bügeln, ne? Erst einmal die Naht zu öffnen, wirklich jetzt so auseinander zu bügeln oder auch vielleicht reicht auch einfach mit dem Fingernagel drüber gehen. Das ist dann kalt gebügelt. Ja, okay. Und dann das Ganze rumzulegen und so ein bisschen die Naht nach innen zu drehen. Eigentlich geht das so ganz gut bei dem Stoff. Dass man das nicht sieht. Genau, dass man das nicht sieht. Ich würde auf jeden Fall so eine kleine Paspel hier hinlegen, dass man das nicht sieht und dann kannst du es absteppen. Also eigentlich, ich habe jetzt gerade mit dem Fingernagel da so drüber, das geht gut. Also auf jeden Fall brauchst du es dann wahrscheinlich nicht zu bügeln. Man kann auch mal gucken, ob man mit der Tischkante bügeln kann. Geht auch. Also du machst das so auseinander und bügelst mit der Tischkante. Das dürfen jetzt keine Profis hier sehen. Aber ich bin immer für praktisch. Für praktisch und schnell. Und wenn es das Material nicht so ganz hergibt, dann bügele ich eben an der Tischkante. Also schön auseinander. Also beim nächsten Mal brauchst du nicht so fein, so filigran eingeschnitten. Ne? Ja, machst du toll. Man kann mal nicht so gut am Tisch bügeln. Okay, so, dann bleibt das ein bisschen auseinander, kann man rumklappen. Hast du dich schon für einen Zierstich entschieden? Nee, noch nicht. Ich muss gleich mal schauen, was es hier so gibt. Ja, mach mal auf und guck mal. Ja, Blümchen, ich weiß noch nicht. Hier vielleicht diese, der ist so wild. Hast du denn noch ein Probestückchen von dem Stoff, Sven? Ja, habe ich. Ja, hole ich mir gleich hin. Schnell einmal, wenn ihr da einmal gucken seid. Ja, mache ich Probe. Mach ich eine Probe auf jeden Fall. Okay, du musst nur einmal gucken, wenn du mit den Programmen durchgehst. Ne? Du musst dann hier einmal einstellen, dass deine Programmwahl. Ja, ne? Genau, das ist der erste, der zweite. Und eigentlich auch das andere Füßchen nehmen. Kannst du, musst du aber nicht unbedingt. Nicht, ne? Die habe ich hier vorne irgendwo hingelegt. Da hinten auf der Box liegen die anderen Füßchen. Solange das nicht ich würde es vorsichtig kurz einmal drehen, dass es nicht aufstößt. Genau, normalerweise geht das damit. Ja. Okay. Du suchst dir noch einen Stich aus und auf jeden Fall, wichtig ist für alle, die das dann nähen mit dem Taschenbeutel nach innen, dass sie wirklich so eine kleine Paspel liegt, damit man das nicht sieht. Es ist nämlich hässlich, wenn das hinterher so rauskommt. Aber das kann man ganz gut eigentlich dann so, ne? Vielleicht auch nochmal stecken, damit es nicht auseinanderrutscht. Ne? Ja. Ich bin da so gut. Wo wir jetzt hier so gemütlich beieinander sitzen, ne? Du hast ein Spezialgarn dir auf der Kreativa besorgt? Auf der Kreativa, genau. Ja. Da war ich bei der Firma Alta Phil und habe mir da mal die Garne angesehen, weil ich vorher darüber gelesen hatte und hatte eben gesagt, ich
mach was mit einem Stoff, eben einem Stretchstoff und so, und da muss ich auch noch absteppen. Und dann sagte mir der nette Herr am Stand eben, ja, dann haben wir hier was ganz Besonderes, nämlich ein Garn, was dehnbar ist. Ja. Das heißt also, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann, aber wenn ich jetzt hier ziehe, ja, das ist einfach dehnbar. Und damit hatte ich jetzt vor, eben genau die Ziernähte zu machen. Und auch vor allem die Nähte, die hier stark beansprucht sind, ja, oder stark beanspruchter werden. Dann kann man sie einfach nochmal absteppen. Und sie sind dehnbar, ohne dass ich einen dehnbaren Stich einstellen muss, weil der wird ja dann doch so ein bisschen zickzack-ähnlich. Und das sieht vielleicht nicht so hübsch aus. Ja, wobei das ist jetzt schon wieder die hochpingelige Fassung, muss ich sagen. Ne? Ich bin da ja knallhart, ich würde da ja einfach mit einem normalen Garn gerade drüber nähen und bin mir ziemlich sicher, da wird nichts reißen. Wahrscheinlich nicht. Aber das macht ja nichts. Ich bin auch dafür, immer mal neue Garne auszuprobieren und zu gucken, was es da so gibt. Mhm. Ist natürlich immer nur die Sache, wie viel Geld muss ich dafür investieren und brauche ich dann so viel. Also ich bin ja auch noch geizig, hat sich ja schon rumgesprochen, glaube ich. Das war tatsächlich jetzt ein Schnäppchen und ich dachte, okay, nur gut, war ja so ein Messepreis und irgendeine Resterolle. Das sind ja, die haben ja so aus der Produktion Rollen angeboten, die nicht vollständig gelaufen sind. Ja. Also sind ja nämlich 1000 Meter drauf oder nicht 500, sondern eben 470 oder so, keine Ahnung. Ein großer Pack und das war eben auch letztendlich günstig. Ich weiß nicht mehr, was ich bezahlt habe, aber es war ein Schnäppchen im Verhältnis. Aber ist doch schön. Aber auf jeden Fall mal ausprobieren. Mhm. Das heißt, du musst gleich noch einen Unterfaden spulen. Richtig, wenn du mir noch ein Röllchen gibst oder so. Du brauchst, kannst es ganz normal spulen von der Verarbeitung her. Das zieht dann nicht, weil da das durch die Fadenspannung geht. Das macht dann, das werden wir ausprobieren. So. Keine Ahnung. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Okay. Deswegen werden wir dann auch ein Probestückchen nähen gleich. Wir nähen erstmal ein Probestückchen. Du brauchst ein Röllchen. Ich gehe mal gucken, was meine Damen da hinten so treiben. Dankeschön. Bitte. So, die Damen. Die Elisa hat schon aufgegeben. Nee, die musste nur mal. Wohin? Gar nicht. Die ist ja fertig hier. Wo sind denn meine Kameramänner, die sich das wunderbare Teilchen hier schon mal einmal angucken? Ich fürchte nur, ach, die Schnurrbandhaare hast du nach oben genäht, ne? Das ist oben. Das sind die Füße. Wir brauchen noch die... Ach, ein neuer Sender. Ach, sie war auf Toilette. Alles klar. Auf Toilette darf das Team nicht mitgehen. Auch nicht die Geräusche. Deswegen muss sie nochmal neu angestöpselt werden. Ihr müsst da gleich noch die Augen reinmachen, ne? Können wir gerade machen. Ja, genau. Hilfst du einmal mit? Bei den Augen? Kommst du einmal noch hier rum? Bist du so lieb? Du hast dein eigenes Sortiment mitgebracht. Ja. Ja, mit dem kann man am besten arbeiten. Nee, ich wusste nicht, was du da hast. Ein bisschen was habe ich da. Ich gehe weg, ich sehe schon. Hallo, Druckknöpfe. Hallo, Druckknöpfe, wurde hier schon gerade wieder gesagt. Hallo, schnell heißt das. Hallo, schnell, Druckknöpfe. Oder? Ich bin mal wieder Fingerchen und räum auf. Obwohl, das wäre süß. Ein großes, ein kleines, oder was? Geht auch. Dann hat es ein Baumelauge. Aber ob dir das gefällt? So, also jetzt braucht es... Guck mal, es ändert das Gesicht total, wo ja, du die Augen jetzt hinsetzt. Kann man so ein bisschen spielen. Da musst du echt gut überlegen. Aber so finde ich auch gut. Das sieht ein bisschen drollig aus. Jetzt ist Design angesagt, meine Lieben. Man kann Design! Design, genau. Du musst auch noch die Ohren verstürzen, auch noch, ne? Ja, so, die wird auch nicht fertig. So. Okay, einmal markieren. Braucht ihr einen Stift dafür? Oh, ich mach das gleich mit der Ahle. So, sag mal, was du machst. Du stichst jetzt einfach da einmal rein. Ich stech jetzt einmal schon mal vor. Genau. So, und jetzt sehe ich natürlich nichts. Du siehst nichts. Hättest du mal doch den Stift genommen. Jo. Jo. So. Okay, also das heißt, bevor dieser Camp-Snap da rein muss, ne? Muss einmal ein kleines Loch rein. Stecken wir den durch. Dann stecken wir ihn durch und du hast eine Spezialzange. Ja. Guck mal, das ist eine Profizange. Machst du viel damit? Nicht so viel. Aber es ist immer ganz praktisch. Okay. Also so. Jetzt kommt das Unterteil dagegen und du drückst es einfach mal fest zusammen und schwupps. Genau. Und da wird der drückt einfach die Spitze, die wird platt gedrückt. Ui. Ich würde sagen, wir gehen. Also ich habe ja vielleicht irgendwann nochmal Urlaub. Ich glaube, die Elisa übernimmt dann einfach die Sendung. Sollen wir es so machen? Nein. Warum nicht? Drei Sachen noch. Drei Sachen? Der Kastenfrosch fragt, der Kastenfrosch, warum ihr immer erst die Nähmaschine nehmt und dann nochmal die Overlock?
Ja, machen wir gleich. Gib mir mal die anderen Fragen. Ich habe schon wieder 1000 Antworten. Shadow wünscht sich den Haifisch vom Kurt. Und drittens, der Linus grüßt die ganze Zeit die Elisa. Ja, jetzt grüß mal den Linus. So, jetzt welche zurück. Kamera? Welche Kamera? Ich glaube da. Man weiß es nicht. Welche haben wir denn jetzt? Welche Kamera haben wir? Stefan? Da hinten, guck mal, die leuchtet. Jetzt aber mal, sag mal, Linus! Linus! Ich grüße dich oder so. Nur Linus? Reicht? Für Linus? Ja, oh, du hast auch Linus mit der Vero kommt. Noch den Deal. Du musst die Vero auf Französisch grüßen. Wen musst du noch grüßen? Ihre französische Patentante. Ja, hier, dann grüß jetzt mal. Bonjour. Ah, bonjour. Hat die auch einen Namen? Vero. Wie? Vero. Vero. Bonjour, Vero, musst du dann sagen. Hm? Bonjour, Vero. Na, guck mal, geht doch. So, haben wir mal unten wieder dir einen Garn da reingefusselt? Platt gedrückt. Platt gedrückt, guck mal, ab in Sentus Kamera. Platt gedrückt und festgemacht. Und so sieht er jetzt aus, der kleine wilde Wutz. Jetzt musst du Folgendes noch machen. Und zwar musst du noch die Ohren verstürzen. Ne? Und die Pfötchen. Haben wir schon zugeschickt? Ich glaube, ich mache erstmal die Pfötchen. Erstmal die Pfötchen? Erstmal die Pfötchen. So, fädeln wir mal ganz schnell eben ein. Also ich glaube, Wiebke, sag mal, wann hast du noch mal Urlaub, dass wir die Hose noch mal wirklich weiternähen? Ja, gucken wir mal, ne? Unglaublich. Wir kriegen hier nichts hin heute. Wie viele Minuten habe ich denn noch? Ich habe keinen Blick auf den Timer. 20? 10? Nee, komm, das ist nicht euer Ernst. 22. Ich wollte mich veräppeln. Wie, das reicht nicht? Ach, um die Hose zu nähen. Nein, oder nicht? Wie viel haben wir noch? 22 Minuten, meine Süße. Selbst du wirst nicht fertig. Ach, ihr schneidet gerade schon. Habt ihr noch nicht gemacht? Soll ich helfen? Ja, haben nimm ja Stoff. Noch anders. Hm? Sonst nimm noch. Nee, ich hab das jetzt, glaube ich, einfach zu klein geschnitten. Achtest du jetzt hier auf den Strich? Ja, man kann natürlich ein zweites drüberlegen. So. Wenn wir legen ein zweites drüber, das geht doch so. Ja. Guck mal, jetzt kannst du schon mal einmal anfangen, drum rumzunähen. Hast du das schon mal so gemacht? Ich krieg's nicht fertig. Pass auf, guck mal. Komm mal mit. Einmal mitgucken. Jetzt stecken wir das mal einmal hier fest, sonst wenden wir einen Trick an. Papier feststecken. So, Papier feststecken. Das müsste eigentlich passen. Das sind ganz normale Cam-Snaps, ja. Genau. Guck mal, jetzt fangen wir hier unten an der Ecke an. Und jetzt nimmst du das als Schablone. Ich habe dir deinen ganz normalen Stich wieder eingestellt. Wir verriegeln automatisch. Mhm. Und jetzt guck. Jetzt nähst du einfach hier um diese Kante rum. Neben dem Papier her. Neben dem Papier her. Neben dem Papier, nicht auf dem Papier, okay? Und guck mal, Tipp noch. Junge Dame, ja, guck mal. Wenn du jetzt eine Kurve hast und du kommst da jetzt nicht so rum, dann bleibt die Nadel immer unten stecken. Kurz das Füßchen weiß an ich. Die... Ah, guck, wollte ich nicht sagen. Alter Hase. So. Alter Hase. Hier gibt's einen Hase auf der Nähmaschine. Ja. Okay. Sollen wir das andere Stückchen für sie auch nochmal machen? Ja. Und die Ohren, die werden aber zweifarbig, ne? Genau, die Ohren werden vorne aus dem Kampfstoff. Okay, dann räumen wir das so mal eben kurz wieder so ein bisschen zusammen. Ich kann das ja wegräumen, das brauchen wir nicht mehr. Alles gut. So, meine liebe Elisa, wir haben ja noch ein kleines Geschenk für dich. Was? Was? Hä? Dass ich mich heute fertig kriege? Vielleicht eher... Auf dem Popo hinten. Auf dem Popo hinten. Oder ich weiß nicht. Das sind nämlich total süße Etiketten. Hast du noch gemerkt, was da drauf steht? Weil du kannst ja nur Französisch und kein Englisch. Nee, hab ich nicht gehört. Guck mal, da steht Made by Elisa. Und das nehmen wir hinterher wirklich dann, glaube ich, auf den Popo. Oder aufs Ei. Made by Elisa? Ja, gemacht von Elisa. Ist Englisch. Stimmt doch, du hast es genäht bis jetzt. Und das kommt gleich hier hinten auf den Popo. Ein ganz süßes Kunstleder-Etikett. Magst du das Vögelchen, was da drauf ist? Mhm. Ja? Hat die Firma Dortex für dich gespendet. Nicht nur für dich, sondern auch für dich, für die Hose. Und Sven, für dich auch. Ja. Können wir gleich noch mal einmal in die Kamera halten. Was für Augen habt ihr verwendet für den Hasen?
Das hatte ich. Ganz normale Camp-Snaps. Ganz normale Camp-Snaps. Die glänzenden halt. Es gibt ja matte und glänzende. Ja, und wir brauchen nur diesen einen Begriff. Die Monika weiß immer sofort Bescheid. Camp-Snaps. Ich hatte auch keine glänzenden. Wäre ich nicht mit, hätte ich nicht mit dienen können. Ich habe auch nur ganz wenige glänzende, okay. Aber schwarz hatten wir. Super. Wir gehen noch mal einmal zu dir. Ja. Guck mal, jetzt haben wir alles aufgebaut. Guck mal hier, Wiebkes Lieblingshose. Komm mal her zu mir. Ja. Guck mal, dafür hast du Kekse hier hingestellt bekommen. Ja, die hat Elisa hingestellt bekommen. Okay. Guck mal, hier steht ein ganzer Haufen Kekse. Hat sie schon von gegessen. Ran an den Feind. Guck mal, jetzt haben wir für die Hose zwei Etiketten. Aber ja, die kommen da drauf. Irgendwann mal. Das dauert doch ein bisschen. Einmal in braunem Kunstleder und einmal in grauem Kunstleder. Guten Appetit, junge Dame. Danke. Ja, Wiebkes Lieblingshose. Ist voll waschbar, ne? Also kannst du mit reinschmeißen, super. Passiert gar nichts mit. Ja, schön. Haben wir das auch? Aber keine Hose bis jetzt. Egal. Muss nochmal wiederkommen. Es geht so nicht. Gucken wir uns nochmal eben einmal den Schnitt an. Dass wir hier ein bisschen zuschneiden können. Ja. Also da habe ich gedacht, da denke ich jetzt einfach am Stoff dran, dass ich da noch. Dass ich da noch für den Eingriff. Okay, wo ist denn die große Papierschere abgeblieben? Man weiß es wieder nicht. Wir hatten ja zwei. Egal, weg. Und hier hattest du aber noch nicht das angestellt, nee, in Zentimeter. Weil, wenn ich jetzt hier die Hinterhose oben 4 cm länger mache, was mache ich hier? Da müssen wir gucken, wir brauchen auf der Seite, wenn die Seite dir gefällt, von der Höhe her, dann gehen wir nur hinten hoch. Okay. Wir gehen nur hinten hoch. Ja, das heißt, wir ziehen die... Das heißt, wenn wir können jetzt... So. Warte. Also du kannst an deine Vorderhose praktisch überall den Zentimeter Nahtzugabe drumherum zuschneiden und auch, abschneiden. Okay. Und hinten machen wir das folgendermaßen. Du hast jetzt hier schon wild dran geklebt. Das ist schön, das gefällt mir. Gib mir nochmal einmal das Klebi. Okay, dann kleben wir das dann nochmal dran. Jetzt können wir das schön machen, indem wir die Abnäher auch wirklich einmal knicken. Jetzt müsste ich nur einmal gucken, wie da ich... Also dieses Schnitt ist, den finde ich, ein, zwei, den hier, ne? Den hier haben wir. Ja, das kommt vom Plotten. Genau. So, jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir knicken jetzt an einer Tischkante hier uns einmal das praktisch vor. Mhm. Ja. Bis auf die Spitze. Und da kann man jetzt die Spitze von der Tischkante wunderbar benutzen und können uns jetzt hier diesen ersten Abnäher schon mal bis hier oben so vorknicken. Und dann können wir den auf 1, 2, 3, den da legen. Ne? Meine Güte. Bin ich jetzt richtig? Ich glaube schon, ja. Muss man einmal mit mir drüber gucken. So, und jetzt können wir den hier über diese Tischkante wunderbar knicken. Und stecken uns da eine Nadel rein. Jetzt muss man einmal kurz das Nadelkissen nach vorne holen. Das wäre super. Und jetzt können wir uns das hier zustecken. Hat er den Haifisch schon gespielt? Ja. Jetzt wieder Memories kommt. Okay. Hier sehe ich 1, 2, 3, 4. Würde ich jetzt den da nehmen? Ist das richtig? Und den hier. Die sitzen da so dicht an dicht. Ja, die sitzen echt deswegen. Es ist schwierig da zu sehen, aber wir kriegen das jetzt mal so hin. Ich knicke mir den jetzt und lege den auch auf 1, 2, 3, 4 da die Mitte. Mhm. Und nutze hier, um an die Spitze zu kommen, wirklich meine Tischkantenecke. Mhm. Ja. So, und auch da stecke ich mir jetzt hier wieder eine Nadel rein. Dass das Ganze auch fixiert bleibt. Und jetzt haben wir schon die Formung der Hose so ein bisschen. Mhm. Das ist jetzt halt Papier, ne? Ist ein bisschen starr, aber die sind auch schon recht lang. Ja. Die könntest du zur Not auch noch ein bisschen kürzen. So, und jetzt haben wir aber hier oben, das beachten wir jetzt mal gar nicht. Hier haben wir jetzt unseren Punkt hier an der Seite. Ja. Das wäre hier an der Stelle. Und das brauchen wir gar nicht 4 cm hoch zu machen. Gut. Sondern du brauchst im Prinzip nur hier das Ganze etwas zu erhöhen. Jetzt können wir als erstes, hältst du einmal kurz so, genau. Mhm. Wenn ich jetzt da bin und ich habe hier oben meine 4 cm, können wir als erstes mal eine Gerade ziehen, wobei 4 cm schon ordentlich ist. Mhm. Da kommt ja auch dann noch dieses Bündchen dran, dann müssten wir höchstens da nochmal die Länge ausgleichen. Das ist jetzt eine Steigung, die ist echt ein bisschen viel. Mhm. Das heißt, wir könnten an der Seite auch noch einen Zentimeter dran setzen.
also immer erst zeichnen und dann entscheiden und gucken. Also gehen wir jetzt hier einen Zentimeter ungefähr höher und nehmen dann den Punkt. Und dann mache ich nochmal die Schräge da rein. Immer noch ein bisschen sehr schräg. Mhm. Jetzt muss man halt abwägen, wie man das macht. Und jetzt können wir das Ganze noch entweder noch ein bisschen höher machen und wir legen dann hier nochmal so eine, auf jeden Fall eine kleine Kurve drauf. Jetzt haben wir ganz viele Linien übereinander, aber so ist das immer beim Schnitt. Gut. So. Jetzt ziehen wir sie aber auch mit den 4 cm, ziehen wir sie ja so hoch wie die hier, ne? Ja. Mhm. Wenn es ein Stück tiefer sitzt, wäre es jetzt nicht dramatisch. Nur da, wo sie ursprünglich saß, war es halt. Okay. Dann mitteln wir das Ganze. Mhm. Und jetzt ist das Problem nämlich groß. Jeder hat ein anderes Tragegefühl und da muss man nämlich immer gucken bei einer Hose. Und wir haben jetzt noch keinen Probeschnitt gemacht. Mhm. Ist das jetzt ein bisschen zu viel mit den 4 oder nicht oder zu wenig? Da muss man sich eben so ein bisschen rantasten. Also gehen wir jetzt hier noch mal ein paar Zentimeter hoch, nämlich 1,5. Das heißt, ich nehme jetzt den hier. Mhm. Habe ich noch irgendwo ein Radiergummi? Muss ich auch noch irgendwo haben. Und gehe hier noch einen Zentimeter wieder runter und nehme dann halt diese beiden Punkte und mittel das Ganze, weil es sonst zu extrem vielleicht ist, dieser Hüftunterschied. So, und jetzt nehme ich mein Kurvenlineal. Ihr könnt auch ein anderes von zu Hause nehmen, egal. Und zeichne jetzt hier so eine ganz, ganz, ganz leichte Kurve drauf. Mhm. An dem Punkt. So, und das wäre jetzt deine Linie, die du nicht mehr sehen kannst, wahrscheinlich, ne? Ja. Hast du noch ein... Machen wir ein paar andere weg. So, das kommt hier alles weg. Das brauchen wir alles nicht. Und da tastet man sich dann aber so ein kleines bisschen immer ran. Mhm. Also wenn das zu schräg ist, ist es natürlich auch ungünstig, gibt dann auch eine scheußliche Passform. Ja, deswegen. Und das muss man dann so ein kleines bisschen mitteln. Also das wäre jetzt hier deine Linie, die wir hier so haben. Und wenn wir jetzt da drauf 1 Zentimeter Nahtzugabe nehmen, so, dann können wir es jetzt mit der Papierschere im geknickten Zustand abschneiden. Mhm. Und hier hinten hast du es auch rausgestellt. Das ist gut. So, jetzt schneiden wir das Ganze mit dem geknickten ab. Wir müssen hier auch auf deinen Zentimeter kommen. Mhm. Und wenn wir die jetzt rausmachen... Hier hinten hat die Wiebke das gut gemacht. Jetzt haben wir einfach das nur so gerade rausgestellt. Das ist okay. Wichtig ist dann nur, dass wir da bei unserer eigentlichen Naht erstmal ein Knipseln machen. Dass wir wissen, okay, das da hinten drin ist unsere Zugabe, falls wir doch nochmal schwanger werden. Okay. Das Thema lassen wir jetzt weg. Okay. Raus damit. Und jetzt hast du gleich die optimale Dachbildung für das Teil schon fertig. Ja, super. Na? Also im geknickten Zustand schneiden und ihr habt das optimale Dach. Ja, ist klar. Mhm. Jo. Und diese 1,5 Zentimeter, die jetzt hier erhöht würden, die muss natürlich auch auf der Seitennaht vorne auch erhöht werden. Mhm. Ja. Jo. Hast noch was zu schneiden in den letzten 20 Minuten? Papier. Wir kommen noch nicht mal zum Zuschnitt. Wir werden nicht fertig damit. 10. Oh, wir sind ja schon, seit wir das letzte Mal geredet haben, wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich komm schon. Lass Mama mal schneiden. Supi. Ach, oh, hast du schon gedreht? Guck dir das mal an. Dieses Kind, ne? Setz dich mal dahin. Super! Also mit 8 Jahren Vollprofi hier. Ehrlich, ne? Ich habe jetzt den noch alleine gemacht. Den hast du alleine gemacht? Mhm. Toll! Da waren zwar ein paar Probleme. Aber die hast du wunderbar gemeistert, sieht auch keiner. Guck mal, man kann mit der Schere noch mal einmal so ein bisschen an der Naht entlang gehen. Ja, aber man... Und? Ja, aber man muss versuchen, nicht die Nahtkappe zu reißen. Nee, ich mach das auch nur ganz vorsichtig. Und guck mal, die Schere ist auch noch spitzer als meine. Wo ist denn deine Schere hier? Die ist doch super dafür. Die hast du mitgebracht, ne? Mit der schneidest du immer gerne. Dass man diese Kante nimmt und dann kann man da noch mal so ein bisschen an der Naht entlang gehen. Dann kommt die noch ein bisschen besser raus. Und, was hast du noch für einen Tipp auf Lager? Keinen mehr? Oh, guck mal, kann ich dir doch noch was sagen. Guck mal. Na, Regie. Guck mal, jetzt ist der Flor hier so ein bisschen drin und man kann die Naht erkennen. Ach ja, den weiß ich. Jetzt weiß es, siehst du? Wusste ich doch, dass es weiß. Den hatte ich gestern erst. Den hattest du gestern erst, den Tipp? Alles brauchst du gar nicht. Ja, ich weiß, das ist ganz... Das dauert viel zu lange. Das geht mit einer Nadel, aber du kannst auch deine Schere nehmen und kannst dann einfach mal so ein paar Mal hin und her wuseln, siehst du?
dann braucht man nicht unbedingt eine Nadel, wo man sich mit in die Finger piekst, sondern du kannst einfach so ein kleines bisschen da drüber gehen. Weil du dich immer in den Finger piekst. Ich habe mich schon so auf den Finger gepiekst und ich mag mich nicht in den Finger pieksen. Und deswegen mache ich das nicht gerne mit Nadeln. Wollen wir jetzt ein Schnittmuster für die Öhrchen? Das hast du auch schon zugeschnitten. Pfote. Ich komme nicht mehr klar hier mit euch beiden. Ihr braucht doch noch ein Ei, ne? Wir sind eben mit den Ampeln nicht klargekommen. Ihr seid mit den Ampeln nicht klargekommen? Mhm. Warum waren die gegen euch, als ihr hier angereist seid? Nee. Das war noch blöder. Noch blöder? Was war denn noch blöder? Ampel. 50 Meter Ampel. 50 Meter Ampel. Ach so. 50 Meter Ampel. Hier sind jetzt so viele Meter. Ampeln in Dortmund. Wenn man von Lüdenscheid bis Dortmund Landstraße fährt. Ja, ihr hattet ein paar Anreiseprobleme. So, wir nähen hier gerade von Stefanie Perlenfee den Hasen im Ei. Was total süß ist, weil der hinterher nämlich da so rausgucken kann, so der Hase. Ja, und man kann dann halt... Dem fehlen aber noch die Ohren. Kann passieren. Man kann auch das nur den Oberteil haben und nicht die Füße zeigen. Ja, das machen wir aber nicht. Man kann manchmal auch. Das so sind wir ja noch gar nicht. Wir müssen ja noch ein kleines bisschen... Okay, hier bist du einmal abgerutscht, siehst du? Guck ja. Mal. Ist aber nicht so schlimm. Nein, ist nicht schlimm, lassen wir so. So, guck mal. Hier ist jetzt noch das Teil, das müssen wir auch noch einmal zuschneiden. Richtig? Für den Hinterteil. Für das Hinterteil, genau. Das müssen wir machen. Aber wir brauchen erstmal die Ohren. Die Plüschi. Wir haben noch 15 Minuten, ne? Ja, es wird verdammt eng. Aber wir kriegen das irgendwie noch geschnaggelt. Britta. Kriegen wir den fertig? Ja, Martin. Die Monika fragt nach deinem interessanten Lineal. Welches interessante Lineal? Was ich da hinten hatte? Ja. Gibt's Verletzte? Okay, das ist ein Damenschneiderwinkel. Der hat einen rechten Winkel, mach mal so jetzt an der Kante, genau, einen rechten Winkel, hat unten eine Saumbreite von 4 cm, die man immer nehmen kann, also der Abstand unten, und ja genau, den kann man dann immer parallel und im 4 cm Abstand einen Saum schön einzeichnen. Und er hat diese Kurven, die optimiert wurden für einen Frauenkörper, was man in der Konstruktion braucht. In ganz verschiedenen Sachen, also bei Hosen, bei Revers, bei Röcke, wie auch immer. Aber ich arbeite lieber mit dem Herrenschneiderwinkel. Den habe ich jetzt gerade nicht da. Aber das ist schon praktisch, das Teil kann man kaufen und das ist wirklich gut. Jetzt hast du deinen Hasen geschnitten. Hör mal, das wäre es noch gewesen. Wie hast du so schmal geschnitten, Kind? Ich muss hier eingreifen. Ich bin heute gar nicht beim Sven. Kommst du überhaupt klar? Du wolltest den als Punktestoff nehmen für die Ohren, anderen und Plüsch. Okay. Das brauchen wir nochmal. Ich weiß, ich in Plüsch. Ich mach dir das schon mal einmal. Pass auf. Guck mal, wir legen den jetzt übereinander, du nähst in der Zeit. Vertrau mir. Guck mal, so kriegen wir den noch hin. Sie vertraut mir nicht. Ich merke das schon. Es fehlt auch noch ein Gewinnspiel im Chat, oder? Ja, und es fehlen noch ganz viele Gewinnspiele. Ich glaube, wir müssen gleich noch mal würfeln. Nee, zweimal Anrufer. Nein, zweimal Anrufer haben wir schon. Aber ja, ich hab zweimal ich Anrufer, zweimal Chat. Und es jetzt fehlt noch ein Chat-Gewinnspiel. Es fehlt noch ein Chat-Gewinnspiel. Dann fangen wir doch mit dem... Machen und wir doch ein mal. Gewinnspiel sind nicht Würfel? Ganz viele. Was denn jetzt? Eins du sagst, noch. Es fehlen ganz viele. Ich sage, nein, es fehlt eins. Hilfe! Okay. Ja. Dann brauchen wir jetzt noch schnell eine Frage. Elisa, hast du eine Frage für mich? Nee, gar nicht. Der Jan wollte mir einen ins Ohr sagen. Wir hatten eigentlich eine verabredet. Ja, das Ups. Ups, genau. Wo ist sie denn jetzt meine Frage im Ohr? Der Hase im Ei, die Frage im Ohr. Wer hat uns auf irgendwas geeinigt, was du auch beantworten kannst? Ich habe gar keine Frage. Du hast die Frage? Keine Ahnung. Habe ich auch eine. Kriege ich es heute fertig? Kriegst du es heute fertig? Das ist die Frage, die wir dann beantworten sollen. Also, lieber Chat, da der Jan die Frage nicht mehr findet, ist jetzt die Frage. Tristan soll eine Frage stellen. Ja. Okay. Also, was Martins Chat-Spitzname heute ist. Okay. Also, ich guck mal hier. Einmal nähen. Kannst du mal hier einmal rumnähen? Um sie auf dem Papier. Warte. Nadel. Komm her, gib mir mal schnell eine rote. Warum eine rote? Ist egal, die sind kürzer. Komm her, ich steck dir das eben fest.
Dann noch eine rote, dann noch eine gelbe. Mal noch eine, noch eine. Schnell, 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 schnell. Warum schnell, schnell, schnell? Schnell, schnell, schnell. Aber wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ja, kriege ich es heute fertig. So. So, Martin von der Theke, Martin Gönnetheke, Martin Bönnetheke. Nee, wir lassen unseren Damengast würfeln. Maddy? Okay. Darf ich würfeln? Es sind noch nicht 6. Wie ist denn überhaupt die Lösung? Ich habe gar nicht zugeguckt im Chat. Du musst nähen, Schnuckelchen. Kommt gleich. Jan, du musst sagen, wenn die Elisa würfeln darf und kann. Ja, gleich. Gleich. Die rattert los hier, die kurze, ist der Hammer. So, das sieht schon gut aus. Jetzt haben wir doch 6, oder nicht? Ich würde sagen, Elisa, du darfst. 6 sind schon. Ja. Okay, los. Okay, los. Einmal Großaufnahme, Elisa. Mal gucken, wer jetzt den Schnitt gewinnt von meine Sverre. Nummer 4 von meiner Herzenswelt. Das Jungsensemble. Am besten hier einen Stoff. Und? 4. 4? Ich höre nichts. Der Jan muss das auswerten. Der muss gucken, wer Nummer 4 war. Wer ist Nummer 4? Eine Sekunde, ist ein bisschen undurchsichtig. Der Jan hat, glaube ich, Nebel gerade auf seinem Bildschirm. Deswegen ist es so undurchsichtig. Martin, guck bitte auch nochmal. Ich glaube, Kathi Kreativ hat gewonnen. Ja. Ist das so? Ja. Wer hat gewonnen? Kathi Kreativ. Herzlichen Glückwunsch, oder? Was? Man sagt herzlichen Glückwunsch, wenn jemand gewonnen hat. Wer? Kathi Kreativ. Wer ist es? Kathi Kreativ, wer bist du, fragt die Elisa. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Den Schnitt von meine Herzenswelt, meine Sverre und mein Nanook. Irgendwann will ich was wissen, hat was die gewonnen? Ja, den Schnitt von dem Sven. Nee, 1000 Euro nicht. Guck mal, der was erzählst du jeden Tag mir für Geschichten? Also bei dem Hasen im Ei arbeiten wir jetzt mal hier ohne Flor. Also wir arbeiten jetzt hier wilde Ohren. Wilde Ohren machen wir hier. Einmal genäht und noch einmal genäht. Ich hab grad Angst. Wir haben ja Pflaster hier zur Not, ne? Immer Wiebke, dein Kind, ne? Ja. Ist schon wirklich, ich möchte mal sagen, aber jetzt nähst du gerade wild durch die Gegend, ne? Mm-mm. Nö. Wir müssen noch eben den einen machen hier. Das eine Ohr noch? Ja. Mann! Was nicht, passiert? Nicht nochmal das Gleiche. Ja, nochmal das Gleiche, aber das andersrum jetzt legen, ne? Ja. So, das heißt, das liegt jetzt so rum. Sinnvoll? Und jetzt nehmen wir den. So. Jo. Jo. Einmal. Nö. Und nochmal. Drumrum. Du Schelmi. Was? Du Schelmi. Ich bin kein. Was ist ein Schelm? Du bist ein Schelm. So, ich verschneide das Ganze jetzt schon mal einmal für die Kleine. Für die Kleine, ich bin 8. Okay, und für die Große? Ich bin nicht groß. Du bist nicht groß, du bist jung. Für die 8-Jährige? Das ist schon mal besser. Aber vor kurzem war ich noch 7. Ach, guck mal, dann darf ich doch auch noch kleine sagen. Ich war auch vor kurzem noch 7. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier ich so sitze, war ich. Ich habe am 7. März Geburtstag. Ey, gut. Am 7. März. Was ist denn dann für ein Sternzeichen? Was? Fisch? Fisch? Glaube ich. Glaubst du? Ja, Mama nickt. Mama weiß es. So. Jetzt haben wir das einmal hier kurz verschnitten, möglichst knapp das Ganze. Und jetzt müssen wir es da unten natürlich durchfrimmeln. Was natürlich ich bin noch nicht fertig. Eine Herausforderung ist. Ich hab einen blöden Ort angefangen. Du hast falsch angefangen? Das macht dabei nichts. Sag mal, Sven. Ja, bitte. Wie weit bist du? Da sehen wir uns auch nochmal dreimal wieder. Ich muss jetzt ja bei meiner Hinterseite, also nicht bei meiner, sondern bei der Hinterseite der Hose. Ja. Diese farblichen Einsätze. Die Einsätze? Gerade noch einnähen, dann könnte ich theoretisch die Beine schon zusammennähen,
aber tatsächlich das wird das mit dem Bündchen und so alles nichts mehr. Das wird nichts mehr. Ich gehe noch zu einer Freundin. Du gehst gleich noch zu einer Freundin? Aber erst die hat morgen Geburtstag. Erstmal das Ohr. Kindergeburtstag. Morgen ist Kindergeburtstag, das ist toll. Aber wir wollten noch ein Ohr nähen. Echt? Ja, du. Guck mal, eins habe ich jetzt schon für dich rumgedreht. Das ist aber löffelig geworden. Löffelig? Ja, so mega löffelig. Was heißt also, das? Also es sieht schon süß aus. Man kann es jetzt nicht anders sagen. Ist die Zeit übrigens abgelaufen? Die Kameramänner fangen schon an, nervös zu werden hier. Aber wir nähen einfach locker weiter. Aber wenn die Zeit doch abgelaufen ist? Ach ja, dann. Gar nicht. Wir machen jetzt erstmal noch so ein kleines bisschen hier weiter. Es tut mir jetzt auch leid. Also, das wird jetzt hier noch etwas gefüllt mit Watte. Wie weit bist du mit dem Schnitt, liebe Wiebke? Boah. Es dauert noch. Also, kann ich mich denn jetzt noch mal drauf verlassen, dass wir uns noch mal wiedersehen? In die Ohren kommt keine Watte. In die Ohren nicht? Nur in die Pfoten? Nee, nur in den Hasen ganz zum Schluss. Nur wenn es laut ist, kommt in die Ohren Watte. Okay. Dann... Britta hat immer Unrecht. Britta, ich habe immer Unrecht. Unrecht. Ich sehe schon. Ich hier. Willst du die noch eben einmal feste nähen hier? Was? So, oder wollen wir sie feste stecken? Guck dir das mal an. Jetzt schneide ich da einfach ganz keck drumherum. Da ist übrigens ein Loch drin. Im Ohr. Da haben sich die Nähte nicht getroffen. Ja. So, ich sitze jetzt daneben. Bin ganz pingelig. So, hab ein Loch im Ohr. Oh. Guck mal, ich glaube, dein Etikett, das nächste hinterher von Hand an hier hinten, ne? An den Popo vom Ei. Das sieht doch gut aus. Oder nicht? So, hab kein Loch mehr. Sieht das gut, sieht gut aus. Sieht gut aus. Sehr schön. Ja, bist du auch, ich glaube, wir gehen mal langsam zum Bügelbrett und wir müssen eine zweite Sendung machen. Also, wie präsent, alles nichts von wo aus ihr anreist, ob aus Lüdenscheid oder aus Gießen oder aus ich weiß nicht woher. Das Jahr ist noch lang. Ja, und dann kommt auch noch nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und aber dann muss die Hose fertig sein, das wollen wir ja nicht. Und der Hase, meinst du, bis Ostern hast du den fertig? Nächstes Jahr? Hilfe. Wenn Blicke töten können, wäre ich jetzt gerade so... einen Blick erleben von dieser wunderbaren jungen Dame hier an meiner Seite. So, ich würde sagen, dann gehen wir mal mit all dem, was wir haben, Richtung Bügelbrett. Willst du hier deinen Ohnezahn noch mitnehmen? Ja, in der den Kamera. Den wolltest du eigentlich noch zeigen. Jo, in der Kamera. Helfen? Ich brauche dir gar nicht helfen. Du übernimmst die Sendung. Also das nächste Mal ist, nee, glaube ich... Nee. Ich übernehme überhaupt nicht die Sendung. Doch, ich glaube schon. Nein. Ich glaube schon. Ich stecke hier mal die Nadeln rein, nicht, dass du dich daran gleich verletzt. Dafür wohne ich viel zu weit weg. Ach, das meinst du nur. Jeden Freitagnachmittag. Nee, nicht jeden. Ich bin ja nicht jeden. Also ich bin ja nur ein paar Mal im Urlaub im Jahr. Also ich bin nicht jeden Freitag weg. So. Kommst du einmal mit? Ich glaube, wir kriegen sie nicht da weg. Dann nehme ich deinen Hasi mit und deinen Ohnezahn nehme ich auch mit. Den hat sie nämlich auch genäht. Nicht den ohne Zahn, das Kostüm. Ach, das Kostüm, ich wollte doch schon sagen. Nein. Da hast du mich gerade betuppt. Ich habe gefragt, hast du das selber genäht? Da hast du gesagt, ja klar. Ich war schon entsetzt, hab gehört, jetzt kann ich einpacken hier. Ich geh nach Hause. Ich habe einen würdigen Nachfolger gefunden. Nein. So. Den ohne Zahn haben wir gekauft. Ja, ist ja gut. Du hast den Wams für den ohne Zahn hast du gemacht. Jetzt habe ich es verstanden. Vorsicht, nicht fallen. Jetzt habe ich es verstanden. So, ich wollte nur noch mal einmal kurz das schöne Etikett hier rausholen. Oh, hast du irgendwo? Ja, da drunter ist es. Genau, dann nehme ich das noch mal einmal mit. Was nämlich so super eigentlich jetzt zeig in der Hose. Zeig mir's, zeig! Das hier, guck mal, wie findest du das? Sie sagt nichts mehr. Also damit wir fertig werden, höre ich jetzt mal einfach auf. Das können wir nämlich hier wunderbar, guck mal, das sieht doch cool aus. Das würde ich tatsächlich dahin machen. Ja, jetzt, siehst du? Mhm. Genau, vielleicht können wir es noch mal einmal in die Kamera halten. Da sind wir kreativ geworden von... Dortex und haben das Logo von Silberbart in ein
Bergemotiv eingearbeitet, ne? Damit du jetzt dein eigenes Label auch noch spezialisieren kannst. Du bist ja jetzt nicht nur in der Modewelt unterwegs mit einem eigenen Label, ne? Und einer eigenen Homepage, Website, was hast du alles? Hast du alles schon? Ja, ne? Ja, ja, alles schon. Ja, der Silberbart, genau. Da könnt ihr mal gucken, was er da so macht. Auch auf Facebook treibst du dich ja auch manchmal rum. Richtig. Und ja, jetzt haben wir natürlich noch gedacht, machen wir dir noch ein schönes Autoetikett, damit deine Leidenschaft auch so richtig zur Geltung kommt, ne? Ja. Für deine Outdoor. Muss auf jeden Fall jetzt noch dahin. Ja, super. Also, ja, wie soll ich jetzt sagen? Wir haben einen Schnitt angepasst, was wir eigentlich vorher machen wollten. Komm mal zu mir, liebe Wiebke. Und zwar von Prüller Hazel haben wir etwas verändert, damit das Ganze auch, komm mal her, einmal so ein bisschen passt. Wir können das einmal anhalten. Wir haben Wiebke ausgemessen und wir haben den Schnitt ausgemessen und haben das für gut befunden, dass das soweit passt. Auch von der Länge her. Und jetzt drehst du dich noch mal einmal kurz um, damit ich noch mal einmal deinen Popo mit zeigen kann. Jetzt ist der Sender hier, das täuscht jetzt etwas. Und bei ihr war das so, dass wir noch mal hinten, drehe ich noch mal ein kleines bisschen rum, noch mal diese Gesäßlänge hier hinten gemessen haben. Die müsste dann so sitzen. Und damit das Ganze auch wirklich hier hinten bei ihr hoch genug ist, haben wir hier hinten noch gleichzeitig etwas in der hinteren Mitte angestellt und erweitert, damit wir so ein kleines bisschen den Schnitt noch variieren können. Jetzt sind wir nicht zum Zuschneiden gekommen, des tollen Babycords von Hilco, aber das macht nichts. Da müssen wir uns noch mal irgendwie einigen, ob wir eine Fotostory davon machen oder ob du wirklich noch mal wiederkommst und wir das Teil dann noch mal zusammen weiternehmen. Jo. Mal schauen. Okay, jetzt ist mein kleines Mäuschen hier weg verschwunden. Wie sofort? Ihr Etikett gut. Hast du ja ihr Etikett gut? Ja, du hattest ja auch noch eins bekommen, ne? So ein nettes? Nee, das ist ein Stecknadel geholt. Ja, Stecknadel. Um die Ohren festzumachen. Damit der Hase Ohren hat. Gut gegangen. Nein, hallo, wir haben hier noch eine Sicherheitsbeauftragte. Nee, die habe ich schon festgesteckt. Kind, die sind schon. Da habe ich gesagt, pass auf, nicht, dass du dich piekst. Ich nehme die immer weg, ich kriege hier gleich einen Nadel. Chaos. So, rein damit. So, die sind alle feste. Zeig mal, was du gemacht hast. Also neben ohne Zahns wunderbaren, tollen Kostümchen hier. Was hast du denn heute gemacht? Wie nennt sich das? Das hast du gemacht, ne? Ein Hase ohne Ei. Ein Hase ohne Ei. Ei, genau. Also normalerweise kommt das noch so ganz knuddelig zu sehen. Genau. Dass man den hinterher so reinstecken kann. Ihr könnt bei Steffis Perlenfee, Stefanis Perlenfee, ne? So hieß es. Ich habe heute so viele Steffis Perlenfee. Ja, genau. Stefanie Perlenfee. Stefanie Perlenfee, genau. Danke. Da könnt ihr nochmal gucken. Da gibt es auch ein ganz tolles Video zu vom Haus mit dem Rosensofa. Da ist das Ganze auch nochmal genäht für alle, die das nochmal nachnähen wollen. Ihr seht also, wie weit hier die Elisa gekommen ist mit ihren 8 Jahren. Hat sie das schon wunderbar und ganz toll wirklich aufappliziert und gemacht und getan. Guck mal, gar keine Chance. Zu spät, Stefan. Und also ihr seht, es funktioniert. Macht, glaube ich, viel Spaß und es Kind ist noch am Strahlen. Das ist die Hauptsache eigentlich heute. Okay, sie macht schon heimlich in Gedanken weiter. Ne? Sehr schön. Okay, Sven, du bist wie weit gekommen mit deiner Hose, mit deinem Spezialstoff Cordura? Vorderseite ist soweit, ist noch nicht ganz fertig. Es fehlt eben noch die Absteckerei, aber die Beine sind zusammengesetzt. Und das hast du schon mit dem Garn? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe tatsächlich, also hier ist es ja kein besonders dehnbar belastend. Ja, wobei doch die Tasche, ne? Möglicherweise. Ja. Sei es drum, ich wollte das Garn jetzt nicht wechseln an der Stelle, weil es jetzt so hübsch aussah. Ja. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, würde ich eben an den Abnähern machen, die gerade sind. Weil hier ist ja, sag ich mal, sehr viel Garn drin, das dehnt sich ja dann doch ein bisschen. Das dehnt sich sowieso und der Stich dehnt sich sowieso. Also ja, wichtig ist das eigentlich nur bei einem Geradstich, weil der Stich ist sowieso elastisch. Rita, was muss ich zunächst machen? Das musst du zunächst machen. Du musst jetzt... da ganz drumrum nähen? Nein, du musst erstmal noch dein Ei zuschneiden, das andere. Zuschneiden? Ja, du musst noch das Rückenei zuschneiden, den Rückhasen. Der fehlt noch. Dann sieht man aber das. Vielleicht, man muss es hinterher drehen. Okay, genau. Wir bleiben zum Abkommen. Komm mal einfach nochmal hin. Wir machen ein Abschlussbild. Komm, machen wir gleich noch. Die letzten 5 Minuten. Okay. So, Tasche zusammengenäht und festgemacht, festgesteppt, damit es beim Zusammennehmen leichter ist. So. Genau. Deine nächste Aufgabe wird auch so ein Hasi sein. Ich hab's gelesen. Ja. Was denn? Was sagt der Chat? Ja, ein Gast möchte von mir auch ein Hasi. Ja, dann.
Kram mal deine Reste zusammen oder frag gleich mal Elisa, ob sie dir noch so ein bisschen von ihrem Hasi-Stoff mit den Punkten abgibt. Ich habe gar keinen so. Doch, ich habe so einen Flauschestoff. So, siehst du, jetzt hast du noch Flauschestoff. Ja. Jetzt kommst du nicht drum rum. Ja. Also, wir werden das nächste Mal auf der Facebook-Seite bestimmt die Ergebnisse sehen, wie viele Hasen im Ei irgendwie hergestellt wurden. Hervorragend. So. Du musst noch ein bisschen was machen an der Hose. Das heißt, eventuell sehen wir uns auch noch mal wieder oder wir hören voneinander. Mal sehen, wie es so weitergeht mit all den ganzen Sachen. Genau. Hosen ist ein ganz schwieriges Thema und man braucht wirklich ein bisschen viel Zeit und hat heute nicht so gepasst. Wir sind live, wie ihr seht. Man kann da dann auch nichts mehr machen, wenn es gerade zeitlich nicht passt oder die Strecke, die A45 einfach mal verstopft ist, dann dauert das eben so seine Zeit. Ich möchte mich trotzdem bei euch bedanken. Es war sehr schön, dass ihr mitgemacht habt. Es hat mir voll Spaß gemacht mit euch. Du hast ganz tapfer durchgehalten und dir sind Ohren gewachsen während der Sendung. Ganz interessant. Okay, Sven, wie auch immer, vielen lieben Dank für deine tollen Ideen und dass du immer wieder neue Materialien mit ins Spiel bringst und das dürft ihr da draußen natürlich auch gerne machen. Immer mal fleißig melden, uns schreiben, mitmachen, als Gäste vorbeikommen. Auf jeden Fall macht es Spaß und ihr seht, die Elisa geht gut gelaunt an die Nähmaschine und will gar nicht mehr nach Hause heute. Nee. Ich bedanke mich beim ganzen Team, ich habe mal wieder überzogen und wir sind mal wieder nicht fertig geworden. Das ist hier der Running Gag, also es wird nochmal eine neue Hosensendung irgendwann mal folgen. Wir gucken, wir kriegen das schon irgendwie geschnackelt. Vielen Dank an alle. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir mal wieder Kleider nähen. Weil wir sind auch mit den Kleidern nicht fertig geworden. Also wir werden immer mal wieder so Stück für Stück fertig. Und Gutes braucht eben seine Zeit. Ne? So das ist es leider. Anderthalb Stunden sind zu wenig. Richtig. Anderthalb Stunden sind zu wenig. So, das ist jetzt das Schlusswort von der lieben Elisa. Und in dem Sinne verabschiedet sich das ganze Team. Viel zu wenig. Genau. Und ich wünsche euch noch ein schönes, sonniges Wochenende. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. 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 Am Sonntag soll es nicht schön sein. Doch. Ja, guck. Liebe Freunde der geraden Naht, bei ONE arbeiten wir mit Madeira-Garnen, hochwertigen und strapazierfähigen Garnen aus verantwortungsvoller Produktion aus Deutschland. Ihr könnt sie auch bedenkenlos für eure Babykleidung benutzen. Jede Art von Kreativität macht mehr Spaß, wenn die Ausrüstung stimmt. Bei unseren Yuki-Nähmaschinen stimmt es einfach. Sie nähen alles, von Tüll bis Leder. Sie sind einfach und übersichtlich zu bedienen, egal ob du Anfänger oder Profi bist. Meine Projekte lassen sich jetzt ohne Kompromisse umsetzen. Das Nähen an unseren Yuki-Nähmaschinen macht einfach Spaß. Mich und meine Gäste bei ONE haben sie überzeugt. Kreativität ohne Kompromisse. Das Leben ist bunt. Für alle, die Spaß am Selbermachen haben, hilft die neue Love-Serie von Prüm, den grauen Alltag zu vergessen. Das farbenfrohe Design dieses Nähzubehörs lässt beim ersten Anblick Freude aufkommen und macht Lust, kreativ zu werden. Also genau das Richtige für uns bei ONE. Hilco Stoffe unterstützt unsere Leidenschaft fürs Nähen. Diese farbenfrohen Muster aus eigenem Design lassen keine Wünsche offen. Das Familienunternehmen steht für Stoffe aus verantwortungsvoller Produktion aus Europa. Mehrmals im Jahr entwickelt Hilco mit bekannten Kreativpartnern wie zum Beispiel Hamburger Liebe neue Kollektionen für euch, die euch bestimmt inspirieren werden.